Meine Damen und Herren, das hier ist der 100. Yo-Yo Game Podcast und hinter mir ist eine unglaubliche Meute von 2 Milliarden Menschen. Yay! Yay! Wow, das war der lächerlichste und lausigste. Man muss dazu sagen, ich muss jetzt mal meine Leute hier alle in Schutz nehmen, weil es ist wirklich, für verdammt viele ist es verdammt früh, denn wir nehmen den 100. Jubiläums I Know Your Game Podcast tatsächlich am Sonntag auf. Also so frisch war ein Podcast quasi noch nie in eurem Ohr. Und das bedeutet, dass wir alle irrsinnig früh aufstehen mussten. Ja, Sonnenaufgang. Teilweise stecken uns hier Zahnstocher, nee, wie heißen die Dinger? Hier Streichhölzer zwischen den Augen, der Kaffee läuft quasi intravenös in die Blutbahn. Einige sind auch noch gar nicht ansprechbar. Und wer hier so alles rumlungert, das muss jetzt mal gesagt werden, denn wir sind zu 8, stellt euch eine Telefonzelle vor, mit 8 Menschen drin. Ungefähr genauso fühlt sich das gerade an. Wo fange ich denn an? Ich glaube, ich fange bei unserem Special Guest an. Nein, das halt. Aus Höflichkeitsgründen fangst du immer bei den weiblichen Personen an. Oh. Das stimmt eigentlich. Da hat unser Special Guest, den ihr noch nicht erkannt habt, natürlich recht. Dann fangen wir einfach mal bei der am weitesten entfernten Frau überhaupt an. Ich glaube, dahinter kommen gar keine Frauen mehr. Also ich glaube, nach Irland kommen keine Frauen. Nee, da Hallo, ist viel Wasser. Hä? Guten, da ist viel Wasser, da kommt nicht. Kommt keine Frau. Habe ich recht? Ja. Mehr Jungfrauen, wer hat das gesagt? Wer war das? Ja, wie geht's dir? Gut, gut. Es ist früh, aber. Bei dir ist es noch früher, oder? Ja, ja. Oh. Noch eine Stunde früher. Ah, ja. Ich glaube, wenn wir den einen oder anderen Teilnehmer hier noch eine Stunde früher an der Leitung hätten, dann wäre, den wird man gar nicht hören, da wird man nur Schnarchen hören. Da war schon wieder so ein Brumm. Okay, dann gehen wir geografisch gesehen, nähern wir uns dem Epizentrum der I Know Your Game Podcast Prominenz. Dann müsste eigentlich jetzt Sam an der Reihe sein. Hallo Sam! Hey. Ist das geografisch gesehen korrekt? Wo bist du momentan? Bist du nicht irgendwie auf Reisen? Nee, noch nicht. Ach so, noch nicht. Ich reise erst nächste Woche. Aber du klingst auch, wie lange bist du schon wach? Seit 7. Oh. Oh, okay. Warum? Warum bist du so? Ich habe den Grund vor mir. Es fängt mit D an und hört mit Defiance auf. Nee, gar nicht. Oh. Ich schlafe einfach nicht so lange. Das war, glaube ich, bei der Konferenz hast du, glaube ich, auch am wenigsten gemurrt, was die Uhrzeit angeht. Wegen mir hätten wir auch schon 8 aufnehmen können. Schön. Gehen wir weiter. dann wäre jetzt Caroline dran. Hallo, Caroline. Hallo. Juhu. Guten Tag. Guten Tag. Alles gut? Ja, super. Alles toll. Du klingst auch wach. Wir sind auch schon lange wach. Wir sind auch so seit 8 wach, ne? Ja. Seit 8 wach. 8 wach. Ja, wenn wir dann schon bei euch sind, dann können wir direkt auch den nächsten ins Boot holen. Hallo Johannes! Ja, schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Na, Zwieback schon aufgebacken? Alles gut? Wer ist aufgebacken? Ach, nichts von gut. Wir haben, du hast heute die Arschlochkarte, weil du darfst ja gleich das Gesabbel von 8 Menschen noch zusammenschneiden zu einem sinnvollen Gefüge. Ja, man muss ja seine Grenzen kennenlernen. Ne? Ich habe erst gestern wieder eine Currywurst mit 500.000 Scoville
ausprobiert und dann kann es jetzt konsequent weitergehen mit Schnitt. Und auch Shit vermutlich. Das dazwischen, ja. Er hat ja genug auf der Vita, dass er dabei gut unterhalten wird. Ja. Oh Gott. Ganz viel zu testen momentan. Alles gut. Ja, das ist sehr schön. Ich finde, ein kleiner Sonderapplaus dafür, dass du dich bereit erklärt hast, weil du bist ja eigentlich schuld. Du hast uns quasi die Green Card gegeben. Du hast nämlich während der Konferenz gesagt, ja, ist auch kein Problem, wir können das am Sonntag machen, dann schneide ich das am Sonntag. Also hier ein kleiner Sonderapplaus. Ja, ich glaube, Daniel hätte es nicht gemacht. Nee. Auf keinen Fall. Dann ist, machen wir mal hier, wenn wir bei dir sind, dann gehen wir weiter zum... Bastian! Echt? Ja. Ich springe jetzt einfach voll krass. Ich dachte, es ist wie im Sportunterricht und ich komme als letztes dran. Oh! So kürzen sie es doch nicht ganz hinten am Alphabet. Also ich kam immer sehr spät dran. Weil ich ja nein, wegen meines der Skills. Letzte auf der Bank. Nein, Quatsch. Ach so. Nein, nein. Wir haben immer nur so blöde Spiele wie Brennball und so ein Gelöt gespielt und da war ich nicht gut dran. Weil du so groß bist. Du bist ja 2,9 Meter. Ja, weil mich das auch nicht motiviert hat. So. Bist du denn schon wach eigentlich? Du klingst eigentlich recht wach. Ja, ich bin seit 9:30 oder so. Oh. Hm. Deutscher Zeit. Ja. Also jetzt gerade ist es, damit ihr echt voll live dabei seid, 11.25 Uhr auf der einen und 11.24 Uhr auf der anderen Uhr. Das liegt aber auch nur daran, dass ich halt gestern lange arbeiten musste und deswegen keine Kraft mehr hatte, wach zu bleiben. Und entkräftet bist du dann umgefallen. Bumm, in dein Bett. Umgefallen? Ja, genau. Bin aufgewacht. Dann heißen wir den letzten regulären Podcast-Teilnehmer willkommen. Hallo André! Guten Morgen. Du klingst genauso, wie ich mich im Kopf fühle. Boah, ja. Auf jeden Fall. War das unnett? War das nein, nein, nicht schon verdammt. In Ordnung. Nein. Okay. Früh, viel zu früh für mich. Ja, du hast auch am lautesten geschrien. Nein. Ja, ja. Diese Uhrzeit, die Uhrzeit zeigt mein Wecker gar nicht an. So in etwa. Ich bin verwundert, dass der Wecker überhaupt funktioniert hat. Beziehungsweise... Dass jetzt dein Gehirn funktioniert. Ja, das sowieso. Ich bin ja mittlerweile so ängstlich, dass ich verschlafe, dass ich mir 6 Wecker immer stelle, wenn es wichtig ist. Gott. Das war heute Morgen kritisch, nachdem ich in 2-Minuten-Takt geweckt wurde. Wer weckt dich denn in 2-Minuten-Takt? Mein Wecker. So. Ich dachte vorher. Nein, nein, ich stell die im 2-Minuten-Abstand. Ja, bei mir sind es 3 Minuten, das ist so die kritische Phase zwischen, ich weiß noch, dass ich jetzt aufstehen muss und, ich bin schon im Traum. Genau das. Dann heißen wir jemanden jetzt willkommen, der, glaube ich, seit gefühlten 70 Podcasts nicht mehr dabei war, was natürlich gelogen ist, aber wir halten ihm immer ein Plätzchen frei. Ich wärme es auch immer vor. Ein Dreifach-Horido unserem Special Guest, dem Christian. Von wegen, dass du mir einen Platz frei hältst. Also wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, ey cool, ihr macht den 100. Podcast, kann ich mitmachen? Ach so, ja. Okay. Das stimmt überhaupt nicht. Mach halt. Weißt du? Da war ja noch jemand. Und dann so, mach halt, aber dann irgendwie vor 10 Minuten anschreiben, ja, wir machen jetzt Podcast. Was? Ich hab die Tage schon geschrieben, dass es um 11 losgeht. Ach so, gar nicht. Ich war doch am Schlafen. Original. Weißt du? Und dann höre ich so eine Nachricht und ich so, werd wach und ich so, oh, was ist denn jetzt los? Und guck und dann so, oh, bereit zum Podcast. Fragezeichen, das war voll nett. Ich hatte extra gemacht, damit er vielleicht dich nicht einladen muss, weißt du? Oh, wir haben schon aufgenommen, schade. Weißt du, ich kann ja mal kurz vorlesen aus dem Protokoll. Er schreibt um 10:53 Uhr, Hulu, ready, Fragezeichen. Ich? Ja. Jetzt? Podcast! Klar! Ja. Steh gerade auf. Okay. Ja, hallo, ist ja jede Menge Vorbereitungszeit noch. Ja, klar, Logo, ich bin top. Ich war der Meinung, ich hätte dir Bescheid gegeben, als es losgeht. Das liest du jetzt natürlich nicht vor. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Hast du auch nicht bekommen, die Nachricht, natürlich. Nee, habe ich auch nicht. Es gab keine Nachricht. Weißt du noch, wann du das letzte Mal dabei warst? Ja, das war irgendwas mit...
Das war ziemlich lustig, weil wir Caro fertig gemacht haben. Ja. Mass Effect, glaube ich. Stimmt, oder da war oder was. War das irgendwie stimmt, voll lustig. Caro fertig machen. Ja, voll lustig. Da war doch was mit Trainer Sisters, oder? Ach, halt die ja, genau. Das war's. Okay, schlechtes Thema. gut. Ich fand's lustig. Kann das sein, dass das Podcast Nummer 54 war? Nein. Nein. Ich hab doch jetzt nicht 30 Folgen lang. Das war doch dieses Jahr schon, oder? Ach, doch, wir waren ganz schön schnell dieses Jahr. Mal gucken. Wir können ja mal gucken, ob das vielleicht. Ja, ich suche schon die ganze Zeit hier. Ich gebe schon Kowski ein. Aber dann Giannis ist das. Ist natürlich ja, wir können auch einfach mit dem Podcast so jetzt erstmal weitermachen. Nee, wir müssen jetzt. 43 war das. Ich habe ihn ja, ich glaube, ich mache mir was zu essen. Das ist schön, weißt du, wir holen dich als Special Guest dazu, rollen den roten Teppich aus. Ja, ihr googelt doch die ganze Zeit darum. Nee, gar ich nicht. Ich bin hier zum Podcasten und ihr googelt. Ich bin schon fertig. So. Der mysteriöse Moderator, ein neuer Game Podcast richtig. Nummer 79. Ja, 79. Ja, das geht doch nicht. Das ging ja noch. Ja. Das geht noch, ja, das ist gar nicht so lange her. Das war am 28. Oktember. Warum haben wir den dann schon wieder geholt? Ja, das weiß ich auch nicht. Der hat ja sich selber nicht geholt. Ich habe mich selbst eingeladen. Nein, es ist aber schön, dass du da bist, weil du bist ja quasi der gedankliche Vater des I Know Your Game Podcasts. Das stimmt, das war meine Idee. Das war ja. Irgendwie Gamescom vor 2 Jahren oder so, ne? Oder 3 Jahren? 3 Jahren. Wo ich dann kurz vorher gesagt habe, ey, wie kann man Spiele am besten besprechen? Audio-Podcast. Ich höre da so ein bisschen irgendwie raus, dass du da nicht überzeugt von bist mehr. Ach doch, Podcast finde ich super, höre ich gerne. Du warst auch derjenige, der am 27. Februar 2011 einstampfen wollte, um ihn neu zu gebären. Gebären? War das tatsächlich meine Idee? Das war deine Idee, ja. Du hast gesagt, wir brauchen unbedingt Struktur. Habe ich das gesagt? Ja. Da war noch jung und naiv. Moment, ich muss mal kurz überlegen. Habe ich das gesagt? Warum soll ich sowas gesagt haben? Dann haben wir einen Monat pausiert und dann haben wir mit der Folge 22 einen total durchstrukturierten Podcast. Ja, aber vor allen Dingen auch deshalb, weil wir neue Jingles wollen oder so. Ja. Ja, wie der aufmerksame ein neuer Game Podcast Hörer weiß ja, dass wir die Jingles rauf und runter düdeln. Gerade die Trenner zwischen den Themen. Eigentlich gibt es ja keine Trainer mehr. Oder es hat ja tatsächlich die erst sind. Weggefallen, seitdem wir mehrere sind. Es hat ja tatsächlich mal eine Zeit lang Sinn gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Nee. Jetzt gibt es ja auch keine mehr. Struktur mehr. Brauchen wir ja nicht. Brauchen wir nicht. Wir waren uns auch darüber gerade eben noch im Vorfeld einig, dass das der wahrscheinlich chaotischste Podcast aller Zeiten wird. Gar nicht. Also bisher ist es gut. Bisher ist noch alles gut gegangen. Bisher gibt es noch keine Tränen. Das heißt, es gab noch keine kontroversen Diskussionen, wo jeder reinschaut. Es wurde noch nicht bei Star Trek oder. Oder Bioshock. Oder Bioshock geredet. Oder das Mass Effect Ende. oder wie sich die Assassin's Creed Reihe entwickelt hat, nicht wahr, Manuela? Ja. Ich habe letztens. Jetzt mal kurz Anekdote vom Flughafen. Ich habe letztens mit Dean Evans am Flughafen getroffen. Das ist der Creative Director von Far Cry 3 Blood Dragon. Mhm. Okay. Und mit dem habe ich dann so über Videospiele gesprochen. Und er hat dann gesagt, dass sein Lieblings-Assassin's Creed-Teil der erste ist, weil es von der Spielerfahrung immer noch der purste, also die Quintessenz von dem, was Assassin's Creed eigentlich ausmacht, ist. Fand ich relativ interessant, diese Aussage. Weil ich finde Assassin's Creed eigentlich generell nicht so cool. Aber Teil 1 findet doch keiner cool, oder? Eben, der war doch voll monoton. Aber am Anfang, die ersten 2-3 Stunden, das war das schon sein. Sehr erfrischend. Stimmt. Dass auch die Stadt irgendwie am coolsten war und ach, keine Ahnung. Dean Evans ist eine coole Sache. Also, wenn du uns zuhörst, Dean, wir teilen zwar deine Meinung nicht unbedingt, was den ersten Teil von Assassin's Creed angeht, aber du bist eine coole Sau. Und damit auch herzlich willkommen. Jederzeit. Wir müssen ja der Fairness halber dazu sagen, eigentlich ist das hier gar nicht der 100. Podcast. Was? What? Was? Hör der auf. Der 101. Kann ich ins Bett gehen wieder. Ja. Kannst du aufwand umsonst. Richtig. Ja, aufstehen, Kaffee trinken.
Nein, 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 ihr habt das viel zu drastisch verstanden. Sprichst du den verlorenen Podcast an? Es fehlt ein Podcast. Wie? Tja, das war irgendwann rund um Weihnachten, oder woran war das? Ja, irgendwann ist mal einer verloren. Da ist uns mal einer verschütt gegangen. Ja. Wegen technischen Unzulänglichkeiten. Zeitlichen auch. Achso. Ich weiß, das war doch eher. Ich weiß nicht. Da technisch, zeitlich. Stimmt, es gab einen, wo wir eine Woche keinen machen konnten. Ja, das nee, wir haben einen aufgenommen. Wir hatten einen aufgenommen und der ist aus irgendwelchen Gründen nicht zustande gekommen. Okay. Das stimmt, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Mein Gedanke ging eigentlich viel mehr in die Richtung, wir haben ja auch Special-Podcasts aufgenommen. Und bevor jetzt einer nachguckt, wie viele waren das? 200. Ja, kommt drauf an, meinst 6. du? Es gibt ja auch welche, die haben ja in mehrere Teile aufgespürt. Oh, jetzt kommen wir nicht so. Wahrscheinlich so 6. 6, glaube ich, ja. Also, wenn man jetzt mal die nicht mitzählt, die, 7 die wir sein. Im Vorfeld gemacht haben von Gamescoms, also vielmehr der... verehrte Herr Kowski. What? Was? Ich bin nicht... Ja, zum Beispiel ein Interview mit Charles Martinet, das haben wir als Podcast rausgebracht. Das war sehr gut, ja. Die zählen wir jetzt mal gerade nicht mit. Wir zählen jetzt mal nur die reinen Special, monothematischen Special-Podcasts. Dann kommen wir auf 9. Echt? Ha. Wow, cool. Krass. Also wenn man... Mass Effect ist jetzt natürlich... sind zwei Teile, sind schon mal 2. Und Zelda hatten wir ja auch. Game Boy hatten wir 3 Teile. Game Boy, ja. Ja, Resident Evil hatten wir. Leider nur ein Teil. Ich glaube, bei Resident Evil war ich auch dabei, oder? Ja, das stimmt. Ja, ich meine. Und wir hatten noch Peter Jackson. Mhm. Ach Gott, ja. Und dann haben wir noch einen im Hinterkopf, nämlich zu Final Fantasy. Da spricht dann Johannes in 7 Teilen über... Oh, das wäre jetzt eine super Überleitung. Stimmt. Können wir ja den Final Fantasy Monolog nehmen. In 7 Teilen. Ja, Monocast. Den kann ich dann alleine machen, dann bin ich auch schneller mit dem Schnitt. Yeah. Da hat sich das Gameplay auch ewig nicht geändert. Ganz komisch. Ja. Auch nur die jeden Teil. Da gibt's Gameplay zwischen den ganzen Szenen, wo du nichts machen kannst. Die einfach nur schön aussehen, wie so eine Grafik. Hure. Es war ein Grafikblender? Richtig, könnte es ein Grafikblender sein? Das ist die besten Final Fantasy Teile 4, 6 und 9. Weitermachen. Next. Ich sag nur 6, aber gut. Aber super Überleitung. Wir waren gestern auf dem Final Symphony Konzert in Wuppertal. Die Caroline. In Wuppertal? Wir haben den Nobu mal gewunken. Haben den Nobu mal wieder gesehen, aber nicht mehr von ihm, weil wieder 2 Trillionen Menschen Schlange standen bis auf die Straße raus. Und nachdem wir aus dem Konzert kamen, ging die Schlange noch länger raus. Also ja, dann standen dann 12 mehr da. Ja, waren schon 12 mehr da, obwohl Herr Uematsu noch gar nicht da saß zum Unterschreiben. Der absolute Wahnsinn. Moment, gut. Der macht doch Videospielmusik, ne? Ja, natürlich. Der hat Final Fantasy 1 bis 10 hat er komponiert, ja. Ja, von dem hätte ich auch sehr gerne ein Autogramm. Also du so, und die anderen 3 Trillionen. Ich hab so eine Top-10-Liste mit Leuten, von denen ich gerne ein Autogramm hätte. Platz 1 ist Gott, Platz 2 ist Edward Norton und Platz 3 ist aber auch direkt schon der Final Fantasy-Komponist. Das geht dann. Ich weiß, wie du das sagst, weil ich hatte mit Caroline dann so auf dem Rückweg so eine Diskussion, warum braucht man eigentlich eine Unterschrift von irgendjemandem? Ich meine, was ist das eigentlich wert? Groß. Was hat das für einen Stellenwert für einen, dass man jetzt was Handgeschriebenes jemand hat? Schaut her, seht Leute, ihr das? Die haben sich sowas tätowieren lassen. Das ist der Komponist von Final Fantasy und also. Ja, okay. Ja, aber ich meine, darf ich das? Dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe nur ein einziges Autogramm, weil ich aus Versehen mal in Heidelberg in der Autogrammstunde von Him gelandet bin. Aus Versehen. In der Autogrammstunde. Wille Ballo hat dir seinen Namen auf deine Brust gelandet. Passiert aber nicht so häufig, oder? Nein, ich habe nur ein Autogramm und ich mag die gar nicht, weil die irgendwie total pumpige Typen sind. Aber wie bist du da hingekommen? Ich habe in Heidelberg Lateinunterricht gehabt, mehr oder weniger, und wollte zum Mediamarkt einkaufen. Und ich bin ja Schwabe und wenn es Schlangen gibt, denkt man sich als Schwabe, da gibt's was umsonst. Da gehst du mal hin. Hast du umsonst ein Autogramm? Ich da und da habe ich mir ewig gedacht, was ist hier los? Alles so schwarz angezogen. Hast du noch das Autogramm? Ja, habe ich noch. Warum?
Ich wollte es mal auf eBay verkaufen, aber es ist jetzt auch zu spät. Kennt ja keiner. Warum sonst? Doch, die haben doch jetzt gerade ein neues Album raus. Also jetzt wäre der Zeitpunkt. Aber ich habe da sehr ulkige Leute kennengelernt. Irgendwie 40-Jährige, die die Telefonnummer haben vom Sänger und auf einen Anrufbeantworter gesprochen haben. Ich finde es total cool. Warten. Man kann so den Stellenwert einer Band genau daran erkennen, ob sie an Elektronikfachhäusern Autogramme verteilen. Ja. Yeah. Das ist nämlich so, wenn das der Fall ist, dann ist okay, dann ist vorbei mit der Band einfach. Es war ja nicht mein Mediamarkt, es war in der Garage vor dem Mediamarkt. Das ist schon wieder cool irgendwie. Garage, Band. Ja, ich hab mal irgendeinen amerikanischen Hip-Hopper im Dönerladen in Bremen getroffen. Ich komme nicht mehr auf den Namen, das war halt so irgendwie so B-Garde. Und ich war ziemlich hacke. Kennt man, ich wusste, dass mein Bruder den ab und zu mal hört. Und dann habe ich ihm halt auf irgendwas unterschreiben lassen. Auf deinen Penis. Pizzakarton. Nee, ich musste das meinem Bruder ja weiterreichen. Ja, okay. Hast du verwechselt. 50 Cent wollte der Kellner von dir. Das war die Rechnung. Das war nicht ein Autogramm von ihm. Okay, weiter geht's. So, Kalau Alarm, weiter geht's. Ich habe sehr peinliche Autogramme. Nein, oh Gott. Ja, die auch. Aber ich habe auch coole. Ich habe nämlich zum Beispiel Autogramme von allen Schauspielern, die damals auf der FatCon 5 waren. Auf der FatCon? F-E-T-T, genau. Nein, F-E-D, also eine Star Trek Convention. Ach so, ja, klar. Star Trek, ne? Schön die FatCon. Der Einzige, der tatsächlich an dem Tag keine Autogramme gegeben hat, war William Shatner, leider. Der auch da war, das fand ich sehr traurig, aber sonst habe ich sie alle. Hast du eins von Patrick Stewart? Muss ich nachgucken, weiß ich tatsächlich nicht. Das wäre der einzig coole, wo ich gerne eins hätte. Oh ja. Ja, weil ja auch alles gibt's mir dafür dein Hin? So cool sind. Also von einem Patrick Stewart hätte ich gern ein mündliches Autogramm irgendwie. Das fände ich viel geiler. Kusst du da was? Ja, das auch. Ja, nee, das ist ja wie was auf einem, keine Ahnung, Audiophonen-Rekord. Ja, das stimmt, das wäre cool, ja. Das fände ich geil. Ja, das wäre cool. Das finde ich auch viel spannender als so ein scheiß Autogramm. So ein Gekritzel auf einem Papier, das kann jeder Depp fälschen und dann auf eBay verkaufen. Ja, Patrick Stewart. Ich habe mal ein Autogramm gegeben, das war auch geil. Oh. Ja, ich war auf einem Konzert, in Konstanz war das damals, und der Sänger von der Band war ein Kumpel von einer Freundin. Also bin ich so hin und meinte, bin die Freundin von bla bla bla. Und er so, cool, kommst du Backstage, darfst du trinken. Ich so, yeah. Und dann, als das Konzert vorbei war, standen die halt alle so am Merchandise und haben Autogramme gegeben und ich stand so daneben. Und dann kamen so ein paar von der Uni und alle so, Autogramm. Und ich so, darf ich auch oder soll ich auch? Und alle so, ja. Also überall Manu drauf. Weißt du, wo so Poster, wo Leute Stunden angestanden haben. So, um das perfekte Poster mit der Unterschrift der Band. Und dann kommst du und so. Wertlos. Oh, da kann ich auch noch was tun. Manu, Sternchen. Und heute noch fragen sich Musikhistoriker, was Secret war der Band da unterschrieben? Member. Wer ist das eigentlich, ne? Ist das der fünfte Beatle gewesen? Coach. Ich wette, Sam hat auch das ein oder andere Autogramm. Ja, ich habe einige Autogramme aus meiner Kinderzeit. Ich habe eins von Henry Maske, von Eni. Moment, Moment. Kinderzeit, Henry Maske, erklären, go. Ja, als ich in der Grundschule war, habe ich in einer Jazzdance-Gruppe getanzt. Das wurde dann so eine große Sinn. Veranstaltung bundesweit und da haben wir irgendeinen Preis gewonnen und mussten in der Messehalle sind wir aufgetreten. Und da war halt ganz großes Kino da, weil es um Sportförderung und Jugendförderung und sowas ging. Wurde auch im Fernsehen übertragen und so und Henry Maske war halt auch da. Und da hast du dich halt einfach angestellt, wie alle anderen auch, und dir eins geholt. Und Eni war auch da. Also Eni fand den Maichoklass. Ich weiß nicht, ob du noch jemand daran erinnert. Ja, Das weiß ich noch, von der habe ich auch ein Autogramm. Wow. Hat eigentlich irgendwer Gaming-relevante... Ja, ich. Ja, die Caroline. Ich will erzählen. Ja, erzähl. Juhu. Also, bei der Gamescom 2011 war ich am Nintendo-Stand und habe ein Autogramm von Charles Martinet bekommen. Ja. Und es ist bei mir eingerahmt im Flur an der Wand. Ich habe auch gaming-relevante Autogramme.
Okay. Von dir? Ich immer, wenn ich mir ein Videospiel hole, dann gehe ich zum Videospielladen meines Vertrauens. Und irgendwann habe ich erkannt, dass der Typ mal Redakteur bei einem relativ großen Magazin war. Und dann habe ich mir auch ein Autogramm geholt, weil ich dachte, man muss auch mal die andere Seite wertschätzen. Wie heißt der? Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, wofür der schreibt. Aber Interviews und Autogramme, ja. Ich habe komplett Infinity Ward. Und damals Infinity Ward. Ja, ja. Aha. Modern Warfare 2. Infinity Ward. Okay. Das beste Modern Warfare. Gibt es du hast so von dem Tekken-Dude hast du auch noch ein Autogramm, oder? Koski? Achso, ja, stimmt. Das habe ich. Das ist irgendwo unter meinem Bett oder so. Schon verscherbelt? Nee. unter der Bettdecke. Ich hab so ein es gibt eine Ecke in meiner Wohnung, das ist das schwarze Loch. Ja. Das ist unter deinem Bett? Ja. Und da kommt alles hin, was nicht mehr auftauchen soll. Okay, das ist ein bisschen spooky. Aber. Die alte Kriminalpolizei von München, wenn ihr das hört. Ja, ihr lacht. Oh Gott. Hilfe. Ich habe ein Autogramm von Koji Kondo. Oh, sehr geil. Auf einem Wii-Turnbeutel, glaube ich. Oh, okay, nicht so einem cool. Scheiße hässlichen blauen Wii-Turnbeutel, aber es ist da. Wie kamst du denn zum Turnbeutel? Zum Wii Fit, oder? Das hat mir jemand mitgebracht. Also es war sehr nett, dass mir jemand ein Autogramm mitgebracht hat, weil ich ihm persönlich tatsächlich nicht begegnet bin. Das wäre ein sehr großer Moment für mich gewesen. Mir fällt ein, ich habe ein Autogramm von Bata Ilic. Gaming! Ich hab eins von Sepp Maier. Gaming! Ich hab eins von der... Sepp Maier? Von so einer... Ja, da war ich ein Kind. Gaming. Da war der bei einer Öffnungsfeier oder Tag der offenen Tür vom Reifenhändler, die eine Nachbarin von uns war, und dann waren wir eingeladen. Und da war der Sepp Maier. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Das ist aber 20 Jahre her oder noch länger. Sowas passiert ja, wenn du in Deutschland irgendwie bekannt bist, dann musst du so einen Scheiß machen. Also kommen wir nur Ikea-Eröffnungen. Dass wir niemals berühmt werden. Ich hoffe. Ja, cool. Also 100. ein neuer Game-Podcast. Wir haben schon eine halbe Stunde über Autogramme gesprochen. Das habt ihr bestimmt nicht gedacht. Hä? Cool. Ja. Ja. An der Stelle sollen wir euch vielleicht sagen, dass wir nicht über aktuelle Themen sprechen. Die sind ja auch langweilig. Dass wir sehr... in uns gehen, sehr viel von uns preisgeben. Wir wissen jetzt zum Beispiel schon, dass Sam mal Jazz-Tanz gemacht hat. Dass Manuela sich gerne auf Reifengeschäft Tag der offenen Türen herumdrückt. Ich war 5, da war ich ja nicht mal freiwillig. Das sagt sie jetzt. In Wahrheit war sie 18. Und es war ihr war Tag schon des tot. Jahres. Ja. Hier auf dem Land. Wir werden tatsächlich auch ein bisschen über interessante und lustige Anekdoten aus der Podcast-Historie reden. Meine fast persönliche es gibt so eine sanfte Abstufung meiner Lieblingsfolgen. Die eine ist die völligst chaotische Folge, jetzt muss ich überlegen, ob das die... Wir haben, glaube ich, eine Woche pausiert und haben dann so einen völlig chaotischen Podcast hingekriegt. Der mit dem Fäkalien. Stimmt, weil die anderen sonst nicht chaotisch sind, oder? Ja, nein. Im Vergleich zu dem sind die anderen wirklich nicht chaotisch. Mhm. Ich erinnere mich nur an den Chaos-Podcast, wo unglaublich viel Fäkalhumor zustande kam. Das ist doch ja, immer das, so. Das nee, aber da war das extrem. Sein. Wir kamen auch nicht mehr aus dem Sumpfloch raus. Ja, Sumpfloch. Ja, ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Porno-Podcast. Ja, der hatte sehr, sehr hohe Zukunftszahlen. Der war super. Ich habe sowieso das Gefühl, dass wir so langsam in eine Porno-Seite sind. Ja, der ist schon die ganze Nacht. Das macht mir ein bisschen Angst. Das ist aber das, was die Leute am meisten klicken. Das ist einfach leider traurigerweise so. Ihr kleinen Schweinchen da draußen, wir wissen doch jetzt. Ihr kleine Zeuge. Daniel, hast du schon die neue Domain gesichert? I know your porn. Was? Was? Ich weiß von nichts. Ich Sekunde, ich muss mal ganz kurz... ich muss mal Agenten anrufen. Das ist eine gute Idee. Ja.
Lass uns mal die Hosen zumachen und das aufschreiben. Wer trägt denn Hosen? Echt? Um die Uhrzeit auch. Helmut Berger Porno Pain Station. Das ist Folge 88. Ja. Ein sehr epischer Podcast. Mir ist aber noch sehr in Erinnerung geblieben. Da musste ich, am Anfang war ich ein bisschen persönlich berührt. Also im Sinne von, das war so cool. Ach so. Und dann fand ich es aber sehr witzig, als ich es gehört habe. Die Folge mit Daniel Bott. Das war technisch, das war super. Das war sehr, sehr gut. Am Anfang war ich ein bisschen pikiert, aber dann ging's. Ach komm. Das ist Folge 73, Daniel Bott to the Rescue. Ja, ich erinnere mich. Sehr befremdlich, sich in etwas zu hören, was man selber nie gesagt hat. In der Situation zumindest nicht. Aber ihr habt es ja zum Glück verzerrt, das war sehr nett. Sonst wäre es wirklich spooky gewesen. Habt ihr denn irgendwie persönliche Lieblingsfolgen, an die ihr euch erinnert? Oder natürlich. Geschichten? Die erste Folge, die alles gestartet hat. Das ist meine Lieblingsfolge. Das klingt so, als würdest du es ablesen. Nein. Ich kann nicht lesen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, worüber wir gesprochen haben. Stimmt, hat man nicht mal zu Anfang geplant, dass der Podcast nicht länger als 15 Minuten geht? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht. Ja, aber das war auch noch in so einer Zeit, wo Daniel immer sagt, ja, möglichst kurz, weil sonst hören ja Leute nicht mehr zu. Da hast du auch noch alles aufgenommen. Das hat mich beim ersten Mal, wo ich wieder im Podcast war, komplett verwirrt und da habe ich keine Tonspur gehabt. Das hat Daniel damals um den Verstand gebracht. Genau, wir hatten einen Podcast, wo wir über Pokémon und sowas gesprochen haben. Irgendwann. Und André hatte vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Richtig. Und wir mussten das dann irgendwie alles zusammenschnibbeln, sodass es wieder Sinn machte, ohne dass da André was gesagt hat. Das heißt, ich musste es zusammenschnibbeln. Richtig. Ich musste seelisch unterstützen. Und ich musste neue Geschichten hinzufinden, dass das alles noch irgendwie in einem Kontext verständlich war. Vier Redakteure feiern zu dritt oder so. Hat aber erstaunlich viel Sinn gemacht. Genauso wie der eine Podcast, wo mein Programm abgestürzt ist, bevor es speichern konnte. Ja, das stimmt. Das war auch sehr verwirrend. Das hatte, glaube ich, aber auch mittlerweile schon jeder mal. Ne? Manuel hatte das auch schon. Ja, aber bei mir war es, ich habe den Grund rausgefunden, weil mich Avira, mein tolles Antivirenprogramm, wollte in Restart, das ich ständig verweigert habe. Als Rache hat es mir die Soundkarte zerdeppert irgendwie und einfach, ich hatte keinen Sound mehr, bis ich einen Restart gemacht habe. Dann ging es wieder. Aber du warst, glaube ich, bis zum gewissen Teil warst du noch da, ne? Ja, ja. Und dann irgendwann, aber das war auch ganz bizarr, also mitten im Podcast fiel dann irgendwann mal auf, dass... Manuela schon sehr lange schweigt, ja. Ja, sie schwieg sehr lange, aber ihr Skype-Bild blinkte immer sehr hektisch. Und es war halt so, hä? Das stimmt ja nicht, Moment, wir müssen mal kurz Pause machen. Das hattest du doch auch letztens gehabt, wo Hannes hatte dann sich so amüsiert darüber, dass... irgendwie immer was sagen wollte und dann nicht von uns gehört wurde. So, ja. Das ist auch immer super. Manchmal fiel bei Sam die Internetvermittlung aus und sie hat es aber selber nicht mitbekommen. Dann hat sie angefangen zu reden und hat gar nicht aufgehört und hat gar nicht gemerkt, dass wir ganz woanders sind. Das ist großartig. Das ist manchmal ein bisschen dumm, ja. Aber nimmt ist der aber der Telebumm? Nein, sind wir nicht. Aber meine Lieblingsanekdote ist nach wie vor André und Beate Use. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das ist aber auch das, was sich am längsten schon durch unsere Konferenzen und Podcaste webt. Irgendwann in einer Konferenz hatten wir über die Werbung gesprochen, die auf ein neues Game geschaltet wird. Oh, das ist das Geheimnis Lüften. Ich finde es viel spannender, wenn unsere Zuhörer nicht wissen, was es damit eigentlich auf sich hat. Doch. In der 100. Folge müssen wir es mal sagen. Das ist ja noch viel älter, das mit dem Beate Use. Ja, das echt? Zieht sich mittlerweile. Ja, ich weiß aber gar nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber das ist noch viel, viel älter. Echt? Das zieht sich merkwürdigerweise, wenn ich Use bei uns in der Suche eingebe, bekomme ich zwei Artikel. Gravity Rush, völlig losgelöst auf der Vita. Und dann Minecraft, ich baue mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Hey, cool.
Ja, auf jeden Fall war die Anekdote so, dass André dann meinte, ja, bei mir wird auch immer Werbung von Beate Ruse geschaltet. Das ist total verwirrend. Das passt ja gar nicht. André, du Vollnoob. Sehr gut. Ja. Deswegen wer den Zahn hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Genau. Aber das zieht sich aber auch echt wie ein roter Faden, ja, schon seit, ja, Monaten und Monaten durch, ja, alle Konferenzen, durch alle Podcasts. Das ist echt herrlich. Ja, das geht nicht mehr weg. Der Zeitpunkt, wann das angefangen hat, den kann ich gar nicht mehr sagen. Aber es war definitiv nicht erst... Aber der absolute Brüller in der Konferenz damals. Ich glaube, wir haben alle Tränen gelacht. Ja, doch. Das war genial. Herrlich. Für alle, die es nicht verstehen, unsere Werbung funktioniert so, dass sie auf das anspielt, was man häufig betrachtet. Im Browser. Und deswegen zeigt das, was ich zuletzt im Internetbrowser besucht habe. Keine Panik, André, das wussten wir schon vorher. Danke. Ich habe nach einem Geschenk. Für eine Freundin. André, sei lieber ruhig, mach's nicht noch schlimmer. Ja, genau. I did not have sex with that woman. Es ist auf jeden Fall ein echter Running Gag. Also, wenn deine Geschenk Frau irgendwann mal echt Beate heißt, ne, dann musst du dich nicht wundern. Oh Gott. Das wäre super. Du darfst keine Beate kennenlernen. Nein. Ist dir klar, ne? Richtig. Oh, ich muss es mir vorstellen, André sitzt irgendwo in irgendeinem Café und der Wind weht einer Frau durchs Gesicht, durch die Haare, die auf ihn zugeht. Und es ist die Traumfrau schlechthin und Musik im Hintergrund. Und auf einmal hörst du nur von ihr, hallo, ich bin Beate. No! Wie in so einem Anime. Ja, ja, super. Super. Die super romantische Liebesszene. Okay. Nein, wir wünschen dir natürlich, dass das alles, dass er nicht Beate heißt. Selbst wenn, wenn's passt. Na, was soll man machen? That's what she said! Mir fällt bei der Gelegenheit auch ein, dass wir, das wollte ich eigentlich auf die Seite irgendwie gebracht haben, habe ich völlig vergessen. Bei der letzten Redaktionskonferenz haben wir mal durchgesprochen, wer ist eigentlich wann im Urlaub, so, wer macht denn, wer ist denn wann nicht da, ja, und dann jeder trägt so seinen, ja, da bin ich hier, ja, da fahren wir dahin. Von Bastian Köstens kommt der Satz, ja, da bin ich hier an den und den Tagen kann ich nicht. Ja, bist du im Urlaub? Nee, da bin ich blau. Warum rum? Dann halt ich frei rumreden. Oh, super. Ja, absolut. So sind die Redakteure dieser wundervollen Seite. Sie fahren nicht in Urlaub, nein. Sie können auch zu Hause ihr Gehirn entspannen. Ich plane das immerhin voraus. Yes, das ist sehr gut. Oh Gott. Herrlich, herrlich, herrlich. Was haben wir denn eigentlich? Haben wir eigentlich schon viele Leute durch diesen Podcast geschleift? Eigentlich nicht, ne? So. Geschleift? Ja, so Gäste. Ja, außer dass ich. Nö. Ja. Aber ich habe immer versucht, in jedem Podcast das einmal Mass Effect zu erwähnen. Ja, schon wieder. Ja, scheiße. Secret of Mana. Oder Secret of Mana. Ende. Ja. Nee, wobei wir alle wissen, dass Secret of Evermore besser ist als Secret of Mana. Aber... Das ist sowas von not true. Der blöde Balk mit seinem Köter, der überhaupt kein Profil hat. Und nur nach Hause seine Zeit. Stimmt, weil das 0815 Fantasy Setting of Secret of Mana noch viel interessanter ist. Oh, guck mal, da ist ein Schwert im Stein. Auch mit dir. Wow, wie innovativ. Ey, ein Schwert im Stein war halt Anfang der 90er der geilste Scheiß. Da hat man das alles nicht gebraucht. Ja. Das kommt mir doch bekannt vor. Wait a minute. Herrlich. Wie einfach das ist. Ich finde das super. Mhm. Wir haben schon so viele krasse Aufregerthemen gehabt, oder? Ja, Star Trek und so. Psyanus ist das. Diese Woche erst wieder gehabt. Und nee, Zelda ja, und Star Trek, das sind immer die Aufreger-Themen von Daniel und mir. Ja. Das ist immer schön. Ja, da fetzen die Fliegen. Ja, der weiß, von wem ich auch nochmal ein Autogramm haben möchte. Von Chris Link. Pine. Oh. Echt? Das schicke ich dann den Daniel. Und ich nehme einen von Zack Quinto und schick's den Daniel. Ich mag euch auch. Sehr gut.
Ich lese mir gerade die Headlines durch. Wir sind ja echt sehr pornolastig geworden. Ja, klar. Folge 61, wir wollen unseren Diablo. Ah, daran erinnere ich mich noch. Ja, das kam von mir. Es ist der schlechte Einfluss von André. Und ja, ich hab heute natürlich kam das vom André. Ich habe heute Morgen schon Andres Comics der Woche gegen gelesen, da kommt's auch vor. Ach so, ja, okay. Oh, komm, da ist ein Nude-Patch erwähnt. Es ist schon ein bisschen auffällig, ja. André, ne? Du musst das ein bisschen, merkst du selber. Ja, aber das ist ja noch André jung. Auch, das eben, ist ja noch der ist noch mit in der Pubertät. Er stoßt sich noch das Horn ab. Ja. Ah! Diese Bilder! Das tut doch weh! Witzigerweise ist direkt, also das war jetzt gerade 61, ne, mit dem Diablo 3 Vibrator, Folge 60 heißt ein Hoch auf den Weltmasturbationstag. Ihr wisst schon, dass Mai der Weltmasturbationstag ist. Genau, das ist nämlich bald wieder. Nee, Mai. Das war schon, ich weiß gerade gar nicht. Ja. Masturbationsmonat? Ja, Mai ist der Masturbationsmonat. Merry Month of Masturbation heißt es. Ich bin mal ganz kurz. Eieieiei. Hunde Daniel, aber mit Frauenpower. Alles nur geklaut. Müdigkeit kennt keine Grenzen. Hier kommt die Osterzeit, Podcastzeit. Legend of Zelda. Hilfe, wir werden alt. Oh mein Gott. Wann war das? Das war der 53. Also jetzt sind wir noch älter. Alt. Ja, wir sind sau alt. Doppelt so alt. Fast. Ja, jetzt können wir uns noch die. Dein Artikel damals, du hast ja einen Artikel geschrieben, ne? Was passiert eigentlich, wenn wir älter werden? Und hast so dann müssen wir den 106. Podcast Hilfe, wir sind doppelt so alt nennen. Ja. Kann da mal einer irgendwie Protokoll schreiben? aber ich glaube, das ging damals darum, dass wir da irgendwie generell so ein Altwert-Thema hatten, oder? Ja, und jetzt können wir es lesen, gucken, ob es sich bestätigt hat. Stand da was über den 100. Podcast? Nee. Nö. Aber wir sind ja schon älter. Ja. Älter sind wir. Älter und weiser. Ja, letzteres weiß ich nicht. Weißere Haare auf jeden Fall. Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist auch ein schöner Name für einen Podcast. Fröstelnde Redakteure, die drei mit den dreien. Wir haben Namen, das ist ja der Hammer. Von Männern und Bärten. Ja, auf jeden Fall fließt da unsere ganze Kreativität ran. Ich glaube auch. Nur da. Nur da. Ja, dann war's das. Das ganz ohne Hilfsmittel. Also so drogenfrei sozusagen. Das kann ich nicht bestätigen. Von unserer Seite schon. Koffein ist eine Droge. Ja, wir trinken keinen Koffein. Ja, ich aber. Quasi nichts anderes. Ja, ich habe immer diese komischen Zuckungen im Gesicht. Aber das kommt nicht daher. Du kriegst noch ein Herzkasper. Was? Du kriegst noch ein Herzkasper. Okay. Ja, wenn du so viel Koffein trinkst, irgendwann macht die Pumpe platt. Kaffee ist ja gar nicht schädlich, Kaffee ist ja gesund, wenn man ihn immer trinkt. Oh, ja, scheiße. Wenn deine Enzyme einfach hochreguliert werden, Zigaretten, dann baut es sowieso ab und wirkt gar nicht mehr, Leute. Aber egal. Ja. Was? Moment, das muss mir genau erklären. Ja, wenn du ständig Kaffee trinkst, dann werden einfach die Leberenzyme, die das Koffein abbauen, in der Leber hochreguliert und die Wirkung lässt dann nach und nach nach. Und du musst theoretisch immer mehr Kaffee trinken, um deine Wirkung zu erzielen, bla bla bla. Ja, genau so mache ich das. Ja, aber wie kann man das verhindern? Gibt es dann eine Regel, zwei Wochen aussetzen und dann geht's wieder los? Das könnte natürlich helfen wahrscheinlich, wenn du eine Weile aussetzt, aber ich weiß nicht genau, wie schnell da irgendwelche Enzyme hoch und runter reguliert werden. Ja, kannst du da Red Bull reinhauen. Mach doch da mal empirische Datenerhebungen, bitte. Ja, du merkst doch, dass das in Kopfschmerzen endet, ich wenn nur du auf Kaffee aussetzt. Was, das Kopfscheißen? Kopfscheißen. Oh. Nein, Mann. Hm. Ich hab schon wieder. Hätten wir das Wort auch abgehakt? Ich sehe hier gerade einen Podcast vom 26. Dezember 2010. Es ist die Folge 15. Und hier scheint irgendwie Sam dazu gekommen zu sein, denn es heißt Sam und die letzten I Know Your Game Awards in HD. Ja, das ist da waren noch, Folge, da war noch dabei war. Inhalte im Titel. Vor Weihnachten. Ja, die Inhalte sind ja mit dir verloren gegangen. Ja. Wann bist du denn? Wisst ihr noch, wann ihr dazugekommen seid? Ich war schon ewig bei der Seite, aber ich glaube, ich bin Ende seit drei Jahren hier. November oder so. Und ich habe wahrscheinlich 2011. erst
Nee, 2000, letztes doch, 2000 Jahr angefangen. Echt? Podcast. Ja, ja. Ich hatte ja nie ein Headset. Ach ja, da war ja Moment. Ich hab da mal in Köln, habe ich dir mal eins vorbeigebracht. Ja, dann habe ich angefangen, da war ich in Hamburg. Dann musste es ungefähr, ja, Ende 2011, Anfang 2012. Warst du noch in Hamburg? Als ich angefangen habe, war ich in Hamburg, ja. Ach, guck. Da war ich auch in Hamburg. Ja, Mensch. Ich nicht. Aber ich habe auf jeden Fall angefangen, da war das noch eine reine Einweg-Skype-Konferenz, wo nur einer die Tonspur aufgenommen hat. Ja, richtig, wo der Kowski das damals... Und da war gerade der Wechsel mit den, den Trennern. Echt? Ja. Ich weiß noch, dass ich vorher da war. Ja, das frage ich mich auch. Wie kamst du eigentlich zu dieser Seite? Danke, danke. Ja, bei Beate Use haben sie Werbung für eine neue Gang geschaltet. Jetzt hört er mal auf, nicht mal auf den Dreh. Ach, man kann doch drüber lachen. Das darf nur ich. Nee, weiß ich gar nicht. Also ich sehe hier gerade Intim Edition. Da ging es schon los. Also weißt du, Intim Edition, verstehst du? Ja, ganz lauter Tusch. Da steht aber nicht, wer dabei war. Und dann Bastian sehe ich jetzt zum ersten Mal in Folge 16. Bastian und der Blick ins Spielejahr 2011. Auferstehung einer Legende. 9. Januar 2011. Das kommt hin. Kommt hin, ne? Donnerwetter. Das ist ja ganz schön viel. Hannes und ich sind erst 2011, glaube ich, dazugekommen, nach der Gamescom. Und da damals warst du auch noch ganz schön strikt mit den Gästen. Oder mit mehr als zwei Personen. Ich? Also für eine lange Zeit war das immer auf euch beide begrenzt. Ja, nur, dass mal jemand kurz mal reinschnuppern durfte. Richtig. Boah, das waren noch die guten Zeiten. Ja. Ich weiß auch noch, ich bin in Folge 10 das erste Mal dazugestoßen. Ein Drama in drei Akten. Ich sehe den Artikel gerade, da bin ich das erste Mal dazugestoßen. Vorher habt ihr das nur alleine gemacht. Ach, guck mal hier. Und danach ging das erst los, dass immer mal wieder ein paar Leute reinkamen, aber es dauerte dann noch eine ganze Zeit. Ja. Ja. Wir lassen hier nicht jeden rein. So. Siehst du, ich wollte nämlich schon von Anfang an immer mitmachen und durfte nicht. Aus gutem Grund. Siehst du immer, nee. Ja, das war der Kowski. Ja. Ja. Ich war's. Nee, waren wir echt so streng? Das war mir gar nicht klar. Ja, verdrängt sowas ja auch schon. Mit der historischen Verklärtheit. Tja. Mhm. Anträge musste ich stellen. Was? Wo? Ja, die 10 ich immer alle abgelehnt habe. Ja. Spam, Spam. Oh, noch mehr Material für Papierflieger. Pfui. Da muss ich aber sagen, die baut Herr Kowski ganz hervorragend. Mhm. Hat ja auch viel geübt mit Hallo, ich möchte mich bewerben bei Faltflieger. Nein. Bastel, Bastel. Aber so richtig krasse Ausfälle hatten wir eigentlich nicht. Also wenn man mal bedenkt, dass wir 100 Podcasts gemacht haben, jetzt mal die Special-Podcasts nicht mitgezählt, dann haben wir eigentlich echt ganz schön wenig Schwund, oder? So, also ich kann mich an einen Verlorenen erinnern, ab und zu haben also wir mal eine Zeit lang haben wir inzwischen durch mal eine relativ lange Pause gehabt irgendwo. Ja. Aber ich glaube, 2012 waren wir echt am fleißigsten. Statistische Erhebungen werden hier gebraucht. Ich werde da was gleich zusammenbasteln. Das mache ich gleich mal. Und dann mache ich mal da eine coole Grafik. Irgendwas Cooles mit Excel oder so. Mit Bunt und... Yeah! Mit Balken. Balken und Kuchendiagrammen. Und hast nicht gesehen. Und dann startet die Season 2. Also, der Anteil von Podcasts, wo drin schweinische... Nein, Begriffe. Nein. Da weiß ich jetzt schon wieder, wie das aussieht, der Kuchen. Rot. Der wird ziemlich rot sein, ja. Und grün ist dann nur so ein ganz kleiner Fitzel. So. Wer hat denn noch schöne Geschichten und Geschichten zu erzählen? Es gibt viele Dinge, die wir immer aufnehmen, zum Beispiel auf der Gamescom, aber die wir nie zeigen. Das ist auch immer sehr erwähnenswert, dass wir immer ganz viele Dinge vorbereiten, aber unsere User die gar nicht alle zu sehen bekommen. Was spricht sehr für uns, ja. Ne? Ach, das ist doch nicht nur unsere Redaktion so begrenzt. Ja, aber wir kündigen das dann auch oft an. Wir kündigen das an, ungefähr 100.000 Mal, aber es kommt nie.
Ja. Schöne Gamescom-Geschichte ist ja vor allem, wir sind durch den Pressebereich gelaufen und auf einmal kam ein kleiner, ja gut, kleiner Junge, er war relativ jung. Oh, stimmt. Ein junger Mann kam auf uns zu und meinte, seid ihr die aus dem Podcast? Und wir so, hörst? ja. Den hört jemand? Hiermit grüßen wir unseren einzigen Hörer. Hallo, wenn du uns jetzt zuhörst, kannst du gerne mal in die Comments schreiben. Ja, vor allem, dass jemand das einfach so erkannt hat, so mit unseren schreienden T-Shirts. Aber ich glaube, aber es stand ja auf den Shirts drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er uns an den Shirts erkannt hat oder aufgrund der Stimme, weil wir ja laut schwatzend durchs Business Center gelaufen sind. Vielleicht ist es auch ein Tick von ihm und er fragt jeden. Scheiße, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich habe ein neues Wort gelernt, Podcast, also frage ich mal rum. Seid ihr nicht die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden, der irgendwie nach Redaktion aussieht und der einen eigenen Podcast hat? Verdammt! Mist. Dann schreib nicht! Ja. Das seid ihr die vom Podcast? Play 3 finde ich super. Ich höre den jedes Mal. Ja, ich seh gerade, als André sein technisches Problem hatte, das war die 50. Folge. Ja. Ah. Ja. Am 4. März 2012. Also waren wir, ich glaube, da haben wir auch an die 100. Folge angesprochen und das klang utopisch weit weg. wenn wir unseren Rhythmus davor beibehalten hätten, wären wir wahrscheinlich erst 2014 bei der 100. gelandet. Und das war ein Riesendrama, ne, als wir dann rausgefunden haben, dass Andres Tonspur weg ist. Daniel wollte erst die ganze Folge ausfallen lassen, und, also dass wir es dann halt und mich töten. Dabei sein lassen. Und dich töten, genau. aber ich habe mich dann extra zugunsten unserer Zuhörer in den Schnittraum begeben und alles so zusammengefilmt, dass man doch noch irgendwie in den Genuss von einer 50. Folge kam. Man hätte es auch nicht wirklich gemerkt, wenn... das ist aber gemein. Das nein. Ich meine, meine Kommentare er hat so sein wichtig. Handwerk so gut beherrscht, dass man es nicht gemerkt hätte, wenn man nicht darauf aufmerksam gemacht wäre. Also es war ja okay dann noch. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich wirklich sehr sauer war, ja, an dem Tag. Auf jeden Fall. Dass ich auch mich eigentlich aus der kompletten Kommunikation ausgeklinkt habe und eigentlich nur gedacht habe, fuck. Und das habe ich den ganzen Tag lang gedacht, bis von Johannes dann die Entwarnung kam, oh, ich habe es jetzt mal geschnitten und es geht eigentlich. Und dann dachte ich so, wow, gerade eben waren hier noch schwarze Wolken, jetzt bricht ein Sonnenstrahl hindurch und fegt alle Wolken hinfort. Weil es ist ja wirklich, also wenn man mal realistisch ist. Ich meine, wir nehmen jetzt gerade, sehe ich hier, die Skype-Schalte läuft seit einer Stunde, 9 Minuten und 20 Sekunden. Effektiv aufgenommen haben wir 53 Minuten. Und das heißt, wir haben heute eigentlich schon sehr schnell uns zusammengefunden, weil wir auch wussten, dass wir heute kein festes Thema haben. Für gewöhnlich sprechen wir so ein bisschen die Themen noch durch und dann vergeht gerne mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bevor wir überhaupt aufzeichnen. Mhm. Wenn man dann noch so anderthalb Stunden aufzeichnet, dann sind fast 2 Stunden rum und das ist dann echt irgendwie, wir machen das ja meistens abends und dann ist es auch so spät, dass man dann sagt, so, ich muss morgen arbeiten, ich habe jetzt eigentlich keinen Nerv, das nochmal zu machen. Also es gibt eigentlich nie die Möglichkeit, wenn wir den einmal versaut haben, den nochmal schnell irgendwie aufzuzeichnen. Ja, das ist wie bei dem Mass Effect Podcast, wo meine Tonspur nicht okay war am Ende. Und das war ein Problem, weil ich ja die meiste Zeit gesprochen habe. Mhm. Stimmt, ja. Aber die hat es nur beim Hochladen irgendwie zerhackt. Gott sei Dank. Stimmt, ja genau. Die korrekt, aber da kam auch eine total panische E-Mail. Oh, was auch immer toll ist, wenn die Podcast-Tonspuren irgendwie zeitlich auf einmal springen. Ja. Und auf einmal ist alles total verschoben und alle reden durcheinander, einfach nur weil eine Tonspur halt auf einmal einen Hänger hatte, aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Meine. Manchmal spielt das Aufnahmetool. Nee, auch nicht mal deine. Ich glaube, bei Sam war es mal, bei Manuel. Meine macht das auch öfter mal, ja. Ja, ja, irgendwie ist da manchmal der Wurm drin. Also wir machen am Anfang, machen wir einmal immer einen Ton, damit wir alle an einem Startpunkt quasi sind und dann so nach 45 Minuten kommt es dann schon mal vor, dass dann plötzlich die eine Spur aus irgendeinem Grund völlig asynchron ist und mittendrin im Satz, keine Ahnung, Beispiel, Bastian erzählt was und Sam bricht plötzlich mittendrin in Gelächter aus. Und ich frage, warum lacht die denn jetzt? Was ist denn jetzt kaputt? Und dann stellst du halt nachher fest, dass plötzlich 3 Leute gleichzeitig reden, weil bei 2 Leuten die Tonspur asynchron ist. Das ist dann sehr verwirrend.
Ja, viel besser war ja auch die Podcast-Folge, ich glaube 94, 95 oder so, wo Sam dann halt die Tonspur verloren gegangen ist. Dass ja. ihr ja mittendrin aufgefallen ist oder im letzten Drittel irgendwie. Und erst ja, mal genau. So ein Break im Podcast war, okay, was machen wir jetzt? Ich war eigentlich fast fertig mit Podcasten. Ich so, hey Leute, meine Audacity ist gerade abgestürzt. Und nu? Das ist aber auch eine ganz schlimme Situation, weil du ja nicht weißt, was du jetzt machst. Okay. Wir könnten jetzt so tun, als... Nee, das funktioniert nicht. Scheiße. Und dann ist erstmal grundlegend erstmal bei allen schlechte Stimmung, weil das eigentlich... Also ich kann mich daran erinnern, dass das auch ziemlich geile Themen waren, die wir hatten. Ja, wir hatten vor allen Dingen, wir hatten ja schon eine Stunde gesprochen oder so. Ja. Zu dem Zeitpunkt, als mein Programm abgestürzt ist. Ich kann mich daran erinnern, dass irgendwann mal dein... Das war dieses Hochladeproblem, dass deine Tonspur ab einem gewissen Punkt nur noch... Das war der Mass Effect Special Podcast. Ja, oh, genau. Gut, ja. Da wo beim Hochladen irgendwie das zerhackt hat. Und aber richtig dann zerhackt. Ab einem bestimmten Punkt war Schluss. Das war schlimm. Nee, das war nicht Schluss. Du hast dich die ganze Zeit wiederholt. Aber das war immer so ein hehe, hehe, hehe. Und das sieht ja natürlich auch im Schnittprogramm, weil die Wellenmuster ja immer die gleichen sind, sah das sehr witzig aus. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Das war dann auch wieder kurz vor knapp und dann kriegt man dann die Panik und die Pimpernellen. Ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm, Mann. Ja, Kowski, warum bist du eigentlich so selten dabei? Das musst du jetzt mal dem geneigten Zuhörer erklären. Wie ich schon vor einer Stunde erwähnt habe, muss ich mich immer selber einladen. Das stimmt überhaupt nicht. Wieso? Ich habe dir immer schon gesagt, dass du immer hier schon einen Platz hast. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Du musst dann halt nur mal... Ich muss mich immer noch selbst einladen, weil ich dann sagen muss, ja, hi, wie sieht's aus? Ich, können wir aufnehmen. Soll ich mal oder... Also kann ich? Ist okay, ja gut. Du kriegst doch immer alle Mails. Krieg ich das? Ja. Du musst so. Aha. Da ist es. Also ich krieg viele Mails. Ich krieg viele Mails. Die Mails nicht checken. So richtig, ich check auch eigentlich keine meiner Mails, tatsächlich. So, und jetzt, ne, folgendes. Das ist dann dein Problem, Kollege. Ich werde dir demnächst einfach noch ein bisschen zusätzlich in den Popo kriechen. Weißt du, wir schreiben jeden Tag auf unterschiedlichen Kanälen, ne? Aber wenn du mich dann einlädst, ja, ich schreib dir mal einen Brief, kommt per Einschreiben. Hä? Das stimmt also, ja gar nicht. Du musst einfach nur schreiben. Ey, hast Bock? Okay, cool. Domian würde euch jetzt empfehlen, nochmal mit der Therapeutin im Hintergrund zu sprechen. Wer möchte denn die Therapeutin sein? Caroline. Die Claudia. Wer ist denn Claudia? Claudia ist immer eine Psychopathin. Eine Psychopathin beim Domian. Psychologin im Hintergrund. Und vielleicht wollt ihr jetzt zu einer Paarberatung gehen. Wir können euch da ein paar Nummern an die Hand geben. Ja, ihr seid ja wahrscheinlich Experten, oder? Nee, sowas. Wir haben den André. Was? Ja, schön der böse. Uns. Burn. Ja. Habt ihr eigentlich Wünsche? Was denn? Ich übergehe den Kopf jetzt einfach. Gute Idee. Wir klären das auf einem der anderen Kanäle. Habt ihr eigentlich Wünsche für die nächsten, ist ja jetzt nicht 100 Podcasts, das wäre ein bisschen hochgegriffen, aber für die nächsten 1000 Podcasts. Warte mal, jetzt mal ohne Scheiß, wie lange müssten wir denn noch leben, bis wir 1000 durch 52 wären 19 Jahre. Ach, kriegen wir hin. Na, schaffen wir doch. Das schaffen wir doch. Das schnacken wir locker. 19 Jahre sollte doch zu schaffen sein, ach, oder? Als ob wir das nicht hinkriegen. Ja. Fünfjähriges Jubiläum ist doch bald. Ich bin geneigt, das vertraglich mir zusichern so alt zu lassen. Sind Bayern doch noch nicht. Wir sind alle vollkommen optimistisch, dass das Jahre noch weitergeht. Obwohl mit Kindern wird es dann ein bisschen schwierig, ne? Ja, die Podcasts. Ja, die können dann das übernehmen, richtig. Wir können es entspannt zurücklehnen. Familienprojekt. Über Generationen hinweg. Das kann ganz schön anstrengend werden. Hm. Ein bisschen. Nee, sag mal, wünscht ihr euch irgendwas? Irgendwas Neues, irgendwas mehr, irgendwas Tolleres, irgendwas. Und Schokolade vor allem. Schokolade. Und was zum Spielen. Wie wär's denn mit. Jetzt kommt's. Live
Streams auf YouTube. So ein Videopodcast-mäßig. Ja. Über Google so ein Hangout und live gestreamtes. Ja. Das wäre natürlich schon auch mal geil. Machen, ja. Wir haben ja sowas vor zur E3, ne? Sowas Bam. In der Art. The Brain hat wieder zugeschlagen. Immer diese neumodischen Sachen, YouTube. Was ist das? Aber das würde nicht gehen, weil dann würdet ihr sehen, dass ich nebenher stricke, während wir aufzeichnen. Ist doch genial. Das wäre irgendwie schlecht für mein Image. Passt doch. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr Sam stricken sehen? Dann schreibt es in die Kommentare. Dann, oh, dann darf ich ja auch wieder sticken möglich. Dabei. Ja. Ja. Dann kann ich wieder sticken und Sam stricken ja. Und, bei dir und Manuela klöppelt. Was? Ja, sieht man ja nur gestumbles die ganze Zeit. Ja, das sind so die Sachen, die ich mache, wenn ich nicht hardcore fucke. Okay. Oh, wie schön. Super Frage. Was macht ihr nebenher? Also ich spiele gerade mit einem stricken USB-Stick. Haben wir jetzt schon gehört. Ja. Also ich jetzt gerade? Ja. Ich sitze eigentlich nur auf der Couch. Du zockst. Da lese ich auch Dinge. Hä? Ja, also ich stumble gerne manchmal nebenbei. Ich bin total konzentriert und konzentriere mich nur auf den Podcast mit meinem Kaffee. Ich gehe gerne mal leveln, looten und leveln, während ich podcaste. Oder auch auf Konferenz. Das ist schön stumpfsinnig, kann man im Hintergrund machen. Stimmt. Bastian soll? Bastian. Hängt am Flachmann. André surft bei Beate Use, ist klar. Ich bin abgestempelt. Abgestempelt? Och nein. Nein, nein. Mit Nachnamen genannt. Sei froh, dass das nicht direkt irgendwie Google indiziert wird hier. Das kommt noch. Irgendwie in 30 Jahren kann Google das so aufnehmen. Ja, wahrscheinlich in 5 Jahren schon. Nachdem Google, Apple und iTunes aufgekauft hat. Dann wird jeder Podcast, in dem mein Name genannt wird oder meine Stimme erkannt wird. In den USA ja schon seit, bei DARPA oder so, seit über einem Jahr mit Quanteninternet unterwegs sind, glaube ich sowieso alles. Quanteninternet? Ja, da habe ich neulich den Artikel noch nicht komplett gelesen, aber das war sehr interessant. Die haben eine Technik vorgestellt. Glasfaser, haben die sich gesagt, und haben irgendwas Geileres entwickelt. Okay. Ja. Ich glaube, das ist auch eine Funktion, die irgendwann von Google kommen wird. Dass sie einfach, dass du so eine, wie jetzt mit dieser Bildsuchfunktion, die ja noch relativ simpel ist, dass du irgendwann so ein Soundfile von irgendeiner Stimme in so einen Kasten schiebst und dann sucht ihr das ganze Internet nach wo es herkommt. Ja, genau. Nee, ja, das wird sich in Deutschland doch eh nicht durchsetzen. Ach doch. Weil das darfst du eh nicht machen. Drossel Datenschützer kommen. Werden es verbieten. Dann machst du so eine Soundfile von Daniel-Bot, gibst du bei Google ein und dann kommen alle Podcasts und alle Soundfiles, die er jemals im Internet hochgeladen hat mit seiner Stimme. Ich denke nicht, dass das passieren wird. Das wären Datenschützer nicht witzig finden. Zumal die Volumenbegrenzung der Internet-Pseudo-Flatrates da auch. Ja, genau, durch die Drossel kommen kannst du es eh knicken. Ach, ihr seid alle so negativ. Wieso, das kostet doch jetzt 20 Euro mehr, dann darfst du wieder deine ungedrosselte Flatrate nutzen. Ja, natürlich, weil ja 20 Euro, die kann ich mir mal eben aus den Rippen schneiden. Ja, hallo, das sind doch dann bei der normalen Hallo, die Preise sind ja utopisch, die müssen doch ein Rad abhaben, wenn die denken, ich zahle 40 oder 50 Euro für so ein Drossel. Hallo, das ist bei mir der normale Standardpreis, ja, 45 Euro. Aber hallo. Hallo? Wenn ich gucke, was das in Österreich kostet, meine Freundin lacht mich jedes Mal in den Arsch weg. Ihr in Deutschland braucht euch doch wegen den Preisen gar nicht beschweren. Oh, nee, kommt mal hierher. Ja, zumindest nicht, wenn man bei der, wenn man anders ist als bei der Telekom. Also gut, ich habe eine 100 Megabit Glasfaserleitung dafür, aber... Ah ja, das ist natürlich schlimm. Das aber das ist Standard. Oh, ich muss viel mehr zahlen. Ah ja, meine Nein, das liegt so nur daran... Nein, ich hatte eine der langsamsten Verbindungen. Das liegt daran, dass in Irland kaum Leute sind und deswegen wurde ich netterweise upgraded. Aber du zahlst für die langsamste Verbindung 45 Euro im Monat. Und wenn du noch Fernsehen willst, zahlst du 70. Ja, das kommt aber ungefähr hin. Dafür müssen wir ja GZ zahlen, von daher. Das gleicht sich dann aus. GZ? Was ist das? GEZ. Freiwilliger Gebühreneinzugsscheiß. Gibt's doch gar nicht mehr, oder? Nee, wie heißen die denn jetzt? Gebühren die immer noch bei GZ. Dings. Das ist immer noch GEZ, das müssen aber halt alle zahlen, die irgendwo wohnen. Ja. Ich wohne nicht. Pro Haushalt. Ich wohne nicht. Ja. Ich wohne nicht, da habe ich sowas nicht. Ich bin so falsch für Tiere. Nomade. Nomade? Das nimmst du sofort zurück. Ich bin Fisch. Was sagt ihr eigentlich gerade so? Ah, die alte Frage, die Kowski-Frage. Ja.
Mir fällt auch nichts Neues mehr ein. Ja, ey, ihr redet hier gerade über Meerestiere oder so ein Zeug und fremden Ländern. Und ich denke mir, ey, bin ich jetzt hier irgendwie im Reisepodcast gelandet oder was zum Geier? Ja, dann fang doch mal an. Oh, was ich gerade spiele? Ja. Nee. Ich habe jetzt nach 102 Spielstunden jetzt kommt's. Dark Souls durchgespielt, endlich mal. Und bin jetzt im New Game Plus. Dann mache ich gerade die Tausender Challenge in Forza Horizon. Ich bin in den Playoffs bei NBA 2K13. Oh. Ich spiele Gears of War Judgment Online und Black Ops 2 auch wieder. Alter. Ja. Was spiele ich noch? Ich spiele noch was. Ich spiele FIFA 13 und ich glaube, das war's. Wirklich? Jetzt schon? Warte. Wie jetzt schon? Nee, ich hätte das eingekommen, dass er noch mehr kommt. Ja, wenn dann so. Ich glaube, das war alles. 14er müsste doch kommen erst. Alles 10 Minuten am Tag. Ja, würde ich gerade sagen. Ich spiele alles gleichzeitig. Oh Gott. Hast du das alles diese Woche gespielt? Hand aufs Herz. Ja, so ziemlich. Ja, doch. Krass. So ziemlich. Nee, ich habe nicht Black Ops gespielt. Ja, dann das müssen wir wieder machen, Junge. Mit Felix. Ja. Ich sag. Ach, nicht. E-Mails checken. Ja. Ich werde mal. Hallo Christian! Hättest du heute Abend Lust mit mir Black Ops zu spielen? Ja. Grüße, Daniel! Ja, wo ist das Problem? Mhm. Wir haben, glaube ich, ein Kommunikationsproblem, kann das sein? Kann das sein? Ja. Nein. Gar nicht. Warum benutzt ihr eigentlich nicht Telefone? Kommt da werde ich jetzt nie. Also. Telefone. Telefone, da kann man ja Leute dann stören. Kommen wir nicht mit so einem neuen Black Ops Scheiße. Beim Black Ops spielen, ja. Nein. Ich bin auch ganz, ganz fest dafür, wieder zum Telefon zurückzukommen. Mir geht dieses ganze E-Mail-Geschreibe auf den Kack. Stift. Ja. Kack und Stift. Kackstifte. Ja, jetzt so jüngst dann zum Geburtstag, wenn man dann selbst von den Eltern eine E-Mail kriegt, statt einen Anruf. Ja, immerhin ist es noch eine E-Mail, es hackt. Keine Facebook-Nachricht. Oh, das finde ich total schlimm. Ich will keine E-Mails mehr haben. Ruft gefälligst an, ihr Schweine. Ja, okay. Wofür bezahle ich denn das Geld? Ich persönlich mag nicht so gerne anrufen. Ich telefoniere auch nicht häufig. Also ich telefoniere schon, aber nicht gerne. Und dann hasse ich es immer, wenn Leute mir auf die Mailbox sprechen. Ich werde auf meine Mailbox die Ansage drauf sprechen. Hallo, das ist meine Mailbox. Sprecht nichts drauf, ich höre es nicht ab. Das wäre sehr, sehr nett. Ja, dann wissen die Leute wenigstens, woran sie sind. Aber die meisten nehmen ja noch nicht mal ihren Namen auf. Euch alle. Bist du einfach nur Mailbox einfach ausschalten. Irgendwo am Telefon und hörst dann nur, dies ist der Anschluss von Klack. Ja. 0, 1, 7, 3, 4, 3, 8, 9, 1, 4, I 0. Know the fucking number, 1. I dialed it. Ich habe es gerade gewählt. Wer wählt denn heutzutage noch? Also wenn ich einen Anrufbeantworter hätte, ich würde dann so eine Nachricht hinterlassen wie, hallo? Ah ja, okay. Ja, aber kannst du mal ein bisschen lauter sprechen, ich höre dich ganz schlecht. Ja, und das würde ich dann so 2-3 Minuten durchziehen. Das wäre herrlich, das finde ich so gut. So, jetzt hast du aber gerade alle Leute, die dich anrufen könnten, darüber informiert. Oh Gott. Ja, bis ich das mal irgendwann mal bei mir einprogrammiere. Ein Kumpel von mir hatte das tatsächlich. Der hat das so gemacht. Wenn das gut gemacht ist, dann fällt man da auch drauf rein. Seid ihr noch befreundet? Verfreundet ist auch schön. Verfreundet. Ich habe mich verfreundet mit ihm. Wir waren ja gerade dabei, zu klären, wer was spielt. Wir sind ein bisschen abgetroffen. Nein, wir können auch über, keine Ahnung, Anrufbeantworter. Maul. Über Holzverschläge reden. Wir können darüber reden. Sekunde, Maul. Wir geben den Ball mal weiter an den André. Was spielst du gerade? Ich habe mich ein bisschen vom Kowski inspirieren lassen, nach Jahrzehnten gefühlten. Und habe jetzt Dark Souls gekauft und angefangen gestern. Ah. Ja, das Geile ist und... Ja. Du bist einfach so schlecht. Richtig. Das ist so gut. Ich bin erstmal in die falsche Richtung gelaufen und 1000 Tote gestorben. Auf dem Friedhof. Ja, richtig, genau. Genau. Genau, jetzt bin ich richtig, hoffentlich. Das wird sich noch herausstellen. Mhm. Es ist aber sehr lustig, es macht Spaß, ja. Das war's, mehr spiele ich. Doch. Nicht. Ah, Bioshock spiele ich eigentlich auch noch, aber das finde ich nicht so gut.
Das Thema hatten wir schon, auch ein Reizthema. Schnell, wir fahren diese Klippe ganz schnell. Wir gehen sie weiter, gibt es nichts zu sehen. Bastian, was spielst du? Ich habe gerade wieder Herr der Ringe Krieg im Norden ausgegraben. Yeah! Zum dritten Mal mit meinem Bruder das Ding durch. Oh, cool. Oh. Das ist so schön stumpf. Ja, super. Dabei kann man sich unterhalten und muss nicht auf nichts achten. Und man kann die Videosequenzen skippen und... Stimmt. Ja. Das ist super. Scheiße, dass du das auf der PS3 spielst und ich nicht. Ja, ne? Aber eigentlich das perfekte Koop-Spiel. Ja, voll. Aber das gibt's doch jetzt mittlerweile für 5 Euro auf dem Grabbeltisch, oder? Ja, aber alleine scheiße, zu zweit, richtig gut. Ja, dann hole ich mir das mal für die PS3, glaube ich. Ja, mach das mal. Weil alle anderen, die mit mir spielen wollten, die spielen ja nicht mit mir. Nicht wahr, Herr Müller, falls du zuhörst? Oder Herr Viehoff, falls du zuhörst? Oh, ich habe mit Müller erst letztens gezockt, das war sehr lustig. Arsch! Du blöde Sau, mit mir will er nicht spielen. Warum will eigentlich keiner mit mir spielen? Ja, weil du nur E-Mails schreibst. Herr Daniel, spiel mal mit der Wii U gegen uns. Genau. Da können wir dann auch online gehen mit der Konsole. Na gut. Kann ihr das? Ja, ja. Mit Hilfe von Pikmin. Sau sagt Willemann. So. Ja, du bist also auf dem Retro-Trip, nicht Tipp. Tipp, ja, nee, nebenbei noch FIFA 13. Das war ja klar. Ich schreibe Keckmann ständig E-Mails und er will nicht. Das ist, ich ignoriere E-Mails. Ja. So. Ja, 12 haben wir ja noch regelmäßig zusammen gespielt, aber irgendwie haben wir uns bei 13 aus den Augen verloren. Ah, habt euch auseinandergelebt. Du bist ja auch einfach nie online. Also, weißt du, ich zock da mit Mika und dann immer so, der Bastian ist online. Ah, der meldet sich ja eh nie. Und dann... Ja, du versuchst es ja nicht mal. Oh. Ja, warum sollte ich auch? Tief sitzende Gefühle. Ihr merkt aber schon, dass Christian so alle Antisympathien auf sich zieht, weil er seine Kontakte nicht so liebevoll pflegt. Wie ja, du brauchen. Spielst ja auch nur Mass Effect. Jetzt redet er mal mit mir und mein Dings findet. Was bitte nochmal? So. Ich wiederhole mich nicht. Ja, mein Kopfhörer ist gerade rausgefallen. Ja, du würdest ja eh nur Mass Effect spielen. Nein. Nein, das ist gemein. Das kann man ja auch online spielen. Ja, man so ja nicht. Multiplayer. Ja, es macht auch so Sachen viel Spaß. Ich fand den eigentlich sehr geil. Ich sehr viel Zeit mit verbracht, eine Zeit lang. Ja, du hast mit allem vom Mass Effect sehr viel Zeit verbracht. Caroline, der gefällt dir alles, was mit Schießen zu tun hat. Kriegen wir das Thema weg. Ja, du suchst den Nüsten aus. Den Nüsten? Den Nächsten. Dann nehme ich dich. Ach, scheiße. Mir fällt gerade kein Name ein. Okay, da wäre jetzt Sam und Manuela und... Nein, komm. mach mal. Ich muss momentan leider, weiß ich noch nicht, ich muss momentan, jetzt lacht nicht, Animal Crossing New Leaf spielen, weil ich am Montag nach London fliege, um dazu ein Interview zu führen. Okay. Mein Beileid. Ich habe früher ja auf dem DS habe ich ja schon dieses Spiel bis zum Erbrechen gespielt tatsächlich. Immer auf der Fahrt schön nach von Neuss nach Köln. Da hat es auch Spaß gemacht, aber mittlerweile bin ich so über diesen Punkt, dass ich möchte Insekten und Fossilien und Bilder und Fische und Schmetterlinge sammeln, bin ich irgendwie drüber hinaus, weiß auch nicht. Verstehe das. Und ich spiele nebenher, um der Redaktionschallenge gerecht zu werden, Red Dead Redemption und bin jetzt schon 4-mal an derselben verfickten Stelle gestorben. Weil ich gehe ja immer in Rambo-Manier vor und ich bin auf einen neuen Trick reingefallen. Ich habe ja Red Dead Redemption das letzte Mal gespielt, als... Dass die Gegner zurückschießen. Nein, pass auf. Das machen die echt. Nein, aber ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass mit der Game of the Year Edition die Leute neue Tricks drauf haben, um einen in Fallen zu locken, während man durch die Prärie reitet. Ich bin, glaube ich, auf einen neuen reingefallen. Also einen, den ich noch nicht kannte, weil ich ja vorher nicht die Game of the Year Edition gespielt habe. Ja, komm zum Punkt. Was denn für eine Falle? Mann! Ja, kann ich nicht sagen. Die tun, als ob sie eine Panne hätten, oder? Die gab es nämlich schon in der alten Version. Nein! Ja. Ich weiß es nicht mehr, was das Feine war. Ich bin ja jetzt schon wieder ein bisschen... Mittlerweile, nach einer Zeit habe ich auch einfach nur über den Haufen geschossen. Ja, als ich sie gesehen genau, hab. Das habe ich nämlich auch gemacht. Und zack, war ich nämlich Most Wanted hier. Das war mir egal. Wir brauchen deine Hilfe. Okay.
Ich weiß nicht, was das für eine Falle war. Ich bin auf jeden Fall Anfang der Woche bin ich reingetappt und durfte dann die angefangene Mission weiterspielen. Und komischerweise, ich wähnte mich eigentlich irgendwo im Norden bei den Bären und beim Schnee und bin aber tatsächlich in Mexiko wieder auferstanden. Ach. Ja, das war sehr eigentümlich und hab gedacht, scheiße, was mache ich hier? Die Quest, die ich da angenommen hatte und die jetzt als nächstes auf mich wartete, dass ich irgendwie so einem kleinen Chinesen irgendwie helfen soll, der, glaube ich, von der Eisenbahngesellschaft geknechtet und versklavt wird und dem soll ich ein weißes Pferd besorgen oder so. Ah ja. Und an diese Mission kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass ich die jemals angenommen habe. Hat die jemand vorher schon erledigt gehabt? Wahrscheinlich schon, ne? Was? Nö. Ein weißes Pferd muss ich einem kleinen Chinesen besorgen. Ich hab die gemacht. Ja, da gab's, war das nicht auch noch mit, waren noch nicht Drogen im Spiel? Genau, ja. Ich kann mich nicht erinnern, wo man so lange, sich dann entscheiden kann, ob man die behält oder das Geld behält oder den freikauft. Ich habe echt mit mir gehadert. Ich habe da alles böse gemacht. Ich habe die Frau auf die Gleise gelegt. Alles. Ja, okay, wer hat das denn bitte nicht gemacht? Ich! Noch ich? Nicht. Ja, das war doch so ziemlich das Lustigste am ganzen Nein, Spiel. Nein, ist es nicht. Frauen fesseln und auf Gleisen werfen. Nein. Echt? Heute ist Muttertag, ja. Wir müssen jetzt mal, vielleicht war sie ja auch Mutter, also lassen wir das. Nein, das war die Rache, weil ich nichts ahne durch die Gegend geritten bin und ein Sheriff kam aus dem Nichts und hat mein Pferd erschossen. Und dafür hast du die Frau. Die Frau des musste Sheriffs. Meine Wut über den Sheriff. Du musst bluten, na, war der Sheriff. Sehr es war seine Frau. Ich finde ihn gut. Ja, das ist einer der besten Gründe überhaupt. Richtig, ist komplett rational. Warum hast du diese Frau umgebracht? Ja, weil da hinten, der hat mein Pferd erschossen. Alles, was eine Trophy gibt. Ey, da bist du aber vor Gericht freigesprochen, weil die denken, du bist bekloppt. Ja, okay, ich finde den Grund finde ich aber besser, weil der Typ mein Pferd erschossen hat, als der Grund, ich dachte, dafür gibt's eine Trophy. Also im wahren Leben ist das, glaube ich... Aber in beiden Fällen wirst du als unzurechnungsfähig eingestellt. Völlig zu Recht. Wo waren wir denn stehen geblieben? Sam, was spielst du? Also ich habe ein bisschen, also ich habe Defiance gespielt natürlich. Ich habe aber auch Legend of the River King gespielt und Game Dev Tycoon. Ja. Welche Version? Die gecrackte oder die gekaufte? Natürlich. Hätte es sein können, dass du den netten Fehler da sehen willst, dass dein Spiel geklaut wird. Das ist aufwendig. genau, nö, das ist das, was ich gespielt habe. So. Das sind ja richtig, vor allem sehr unterschiedliche Dinge, die du gespielt hast. Ja. Retro und, das ist ja nicht casual, wie nennt man es denn? Das ist eine Simulation. Oh, ja, danke. Ein Download-Spiel halt fürs Handy oder wo? Für den Computer. Ich hab's auf dem Handy gespielt, oder? Mhm. Ja, ist aber nein. Game Dev Story. Ach ja, da hat der Tarkowski für Computer entwickelt. Da hat Tarkowski damals sogar noch einen Test zugeschrieben. War einer der ersten Podcasts, als er unseren von euch Download oder von uns. Wo ihr richtig. Habt. Ja, ich glaube, da war ich sogar dabei. Damals hieß es noch Download. Oh ja, Highlight. Das Download Must Have. Genau, das Download Must Have. Nummer irgendwas war das. 20? Ja, Manuela, was zockst du? Auf dem PC habe ich mir jetzt Back to the Future weil es so günstig war. Und nochmal, und ich spiele nochmal L.A. Noir. Weil bist du wahnsinnig? Das gab es bei Steam günstig und Nein, dafür darfst du kein Geld ausgeben. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch grau und das ist grau für mich. Nein, die Welt ist schwarz und weiß. Das Spiel ist gar nicht so schlecht. 5 Stunden. Ja, das Ende ist aber das, wie sieht das? Die letzten 20 Stunden waren die verschwendetsten meines Lebens. Oh, das war so nervig. Du bist auch scheiße. Genau. Jetzt lass sie doch mal ausreden, man kann ja seine eigenen Gedanken nicht verstehen. Und auf der Playstation, die viel besser ist als alles, was Nintendo jemals gemacht hat. Boah. So, redet weiter, schnell. Spiel ich Catherine und muss noch Tomb Raider fertig. Ah, cool, Catherine ist gut. Ja. Catherine ist cool. Und Tomb Raider. Was für ein Ende hattet ihr? Ja, Tomb Raider muss ich auch. Wir hatten das gute Ende. Ich hatte das total bedeutungslose Ende. Wie?
Was ist denn bedeutungslos? Ja, ist nicht spoilern. Nicht spoilern. Gut. Ja. Nicht spoilern. Es nicht spoilern, ich wollte es auch noch spielen. Haltet die also. Ja, und wenn ich genau das kriege, ist das voll ja. Sagen wir so, ich hatte. Es gibt zwei Möglichkeiten und ich hatte keine von beiden. Wie? Dann hast du aber deine Arbeit schlecht gemacht. Ja, story of my life. Ja, das ist gut, okay. Macht Sinn. Ach, ist das. Nee, wir hatten das super Ende. Es war sehr cool. War gut. Ich hätte noch gar kein Ende. Ja, aber das lohnt sich echt zu spielen. Das ist eine coole, coole Sache gewesen. Bei so vielen Leuten habe ich den Überblick verloren. Hat jetzt jeder gesagt, was er spielt? Nein, nicht. Immer noch nicht. Alle haben jetzt gesagt, was wir gespielt haben. Alle? Ja, nein! Hallo! Caro hat doch schon was gesagt. Ja. Nein. Nein? Nein. Nein. Dann sag doch mal. Ich spiele immer noch Vanuatu. Ich möchte nämlich möglichst alles auf perfekt spielen. Und jetzt muss ich dann mit Kung Fu Rabbit anfangen. Du wolltest es haben. Ja. Du wolltest es haben. Ja. Du wolltest es haben. Aber ich habe jetzt furchtbar Lust, Dark Souls anzufangen. Ja, dann fangen wir. Und ich glaube, das werde ich heute auch tun. Mann, ey. Ich glaube, das werde ich heute tun, cool. Ja. Ich habe schon mal angefangen, aber das war halt auf der PS3 bei Hannes. Das war Demon's Souls. Hast du? Nee, Demon's Souls habe ich angefangen. Ja. Habe ich dich mal durch die erste Mission geführt. Ja, und also, jetzt wenn muss ich mal. Also, wenn ihr irgendwie bei Dark Souls Hilfe braucht, ich habe da noch so ein bisschen Gedächtnis. Ja, ich bin ja auch. Ich habe ja den Experten neben mir sitzen. Dankeschön für das Angebot. Es geht eher für andere. Damit ich nicht wieder in die falsche Richtung laufe. Ei. Wir machen das schon. Hier irgendwie. Ist Liebe im Raum, das sage ich euch. Ja. Und die kommt nicht von Beate Use. Mein Gott. Das ist. Das wäre auch komisch, die ist schon lange tot. Ah! Stimmt ja. Ja, und vielleicht kommt dann noch Lego City Undercover. Nein, kommt nicht mehr. Oh. Ja, doch, kommt noch. Juhu! ja, aha. Und dann? Und so ein bisschen Monster Hunter, wenn ich mal Bock hab. Echt? Oh, Monster Hunter, spielst du das für die Wii U? Nee, für den 3DS. Ja, da kann man nicht online mit der Wii U zocken, ne? Na, vielleicht holen wir das noch, dass wir das machen. Ja, wir überlegen uns noch, ob wir es holen, aber eigentlich haben wir noch mit Zombie U genug zu tun. Ja. Ja, das reichhaltige Spieleportfolio der Wii U. Das geht nur über den lokale Netzwerk, oder? Die was für ein Schmarrn. Ja, leider. Das ist auch ziemlicher Schmuh. Weil es ist ja jetzt nicht ein Hexenwerk, das reinzubasteln. Doch. Ja, bei Nintendo schon. Ja, scheint so. Programmieren die auch. Ich meine, können wir kurz mal überleiten, was ich gerade spiele, weil ich spiele gerade Soul Sacrifice auf der PS Vita, was ja auch so ein bisschen Monster Hunter-mäßig ist. Und da ist es ja kein Problem, ja, da kannst du ja auch online spielen. Und das macht auch großen Spaß. So, Sacrifice hat mich echt überrascht. Alleine macht es. Also ich finde es halt spielerisch total eintönig, aber es ist halt durch das Setting und also es erinnert mich halt an Monster Hunter von der Questaufgabe. Der Stil erinnert mich irgendwie an Dark Souls und das ganze Kampfsystem mit diesen ganzen unterschiedlichen Fähigkeiten erinnert mich irgendwie an The World Ends With You. Das sind so drei Spiele, wo ich sage, okay, passt. Ein bunter Spielecocktail in einem. Ja, das stimmt. Aber es ist, also ich habe es jetzt schon so 8-9 Stündchen gespielt. Also nach der x-ten Mutantenratte und Mutantenkatze denkst du ja auch so, jetzt könnte es mal langsam ein bisschen. Ja, es ist ganz nett, so zwischendurch, so ein bisschen leveln, macht schon Spaß. Also gerade zu viert ist es ganz geil im Netzwerk, da macht es schon ordentlich Laune. Also das spiele ich, wenn ich unterwegs bin momentan. Wenn ich bei mir zu Hause bin, spiele ich erneut das beste Konsolenspiel dieser Generation, Dark Souls natürlich. Das zweite Mal jetzt durch, weil ich das Add-on noch nicht gesehen habe und da möchte ich nochmal hin. Das Add-on, das ist so freudig. Ja, dieses Knights of Atoria, so wie das Ding hieß. Was man ja auch. Geht's gut ab. Ja, was man auch erst nach 2/3 vom Spiel erst sehen kann. Ja, super. Du kommst dahin, du musst die Hydra töten, die in der Undead-Burg ist, und dahinter ist so ein Typ, von dem kriegst du was. Und dann kannst du dadurch, das ist geschichtlich relativ clever gemacht.
Ja, also Hydra habe ich auch schon erledigt, nur, ja gut, jetzt sitzt hier Dark Souls nerdig. aber ja, ich habe ja schon alles schon gelesen. Also sehr echt, also wenn ich das jetzt auch nicht in der Wiki irgendwie gelesen hätte, ich hätte keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ja. In dieses Addon. Naja, aber Dark Souls, so ist es halt, ne? Wenn ich bei Caroline bin, spiele ich U, Zombie U. Ja. Und jetzt kommt Fire Palim Palim als nächstes für den 3DS. Fire Palim Palim. Aber eigentlich ist er Fire Plem Plem. Fire Plem Plem, kann man auch sagen. Genau. Ihr Bösen. Fire Plem Plem. Aber es ist viel schöner zu sagen. Ja. Fire Plem Plem. Ja. Dann seid ihr dann ja auch so erstmal die nächsten 8 Jahre mit beschäftigt. Ja. Das denkst du. Das weiß ich. Ja, ist das so, oder? Nö. Wenn das nicht 800 Jahre dann? Ach, Quatsch. Aha. Also ja. Dadurch, dass der Hannes ja so viel rumfährt mit dem Zug. Ja, ja, so 10 Stunden pro Woche zocken, das geht's schnell rum, so ein Spiel. I see. Ja. Ich bin ja, ich habe, hier, Super Escape, habe ich jetzt praktisch durch, Super Escape, Virtuous Last Reward. Mir fehlt eigentlich nur noch so dieses Super-Duper-Secret-Ende, was ich erst kriege, wenn ich alle Rätselräume auf Hard gespielt habe. Aber das ist kein Problem. Ich habe die Passwörter für die ganzen Saves. Und dann muss ich mir das auch noch angucken und dann werde ich das letzte auch noch sehen. Aber meine Güte, Alter, das ist das mindfuckigste Festival aller Zeiten, was ich in diesem Spiel gesehen habe. Also die letzte 1-2 Stunden Spiel, dreht sich dein Gehirn 5-mal um 180 Grad, wird in der Mitte durchgesäbelt und nochmal schön durchgeknetet. Also da ist Bioshock Infinite echt ein kleines Häppchen zwischendurch. Also ich verrate mal so viel, es geht so in eine ähnliche Richtung von der Story her, aber meine Güte, da drehen sie aber richtig auf. Alter Falter. Das wäre dann wiederum interessant. Ich fand ja auch schon 999 total geil, aber ich habe leider keine Vita. Und schon wieder ein Ohr für den Kowski. Nein, also es ist ja von den gleichen Machern. Also ich ist ja auch halt quasi die Fortsetzung, oder? Ja, ja. Ich fand den ersten Teil schon total cool. Und ja, ich hätte echt mal Bock, das zu zeigen. Also es baut direkt drauf auf. Also es macht schon Sinn, wenn man den ersten Teil gespielt hat, sonst rafft man noch weniger. Aber es ist schon erstaunlich, wie das wirklich alle Mysterien dann doch erklärt werden, im Gegensatz zu Lost, dieser fucking Serie, die ich hasse bis an mein Lebensende. Ja, richtiger Scheiß. Ein Kommentar, ja. Es gibt einige Serien, die so enden. Weil ohne Scheiß, bei Zero Escape, da denkst du dir, wenn du so bei der Hälfte des Spiels bist und du hast schon so viel Fragezeichen im Kopf und denkst dir, ey, das wird doch nie im Leben alles sinnvoll erklärt, so dass ich das alles jemals schnallen werde. Aber die kriegen es wirklich auf die Reihe und das ist echt abgefahren. Es ist zwar sehr, sehr viel um die Ecke gedacht und an Hahnen herbeigezogen, aber es macht im Kontext der Geschichte dann alles dann doch Sinn. Sehr abgefahrene Geschichte. Es gibt so viele Spiele, die ich irgendwann von meinem Stapel spielen muss. Das ist die Hölle. Wir haben ein furchtbares Hobby und einen furchtbaren Beruf. Wir furchtbaren Menschen. Ich find's total krass, weil alle reden immer von ihrem Stapel auf Shame. Ja. Und mit Spielen, die sie noch nicht gespielt haben. Aber meiner ist gar nicht so gut. Ja, du spielst ja auch 12 Spiele am Tag. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Und richtig. Gehst du noch zur Arbeit, oder? Naja, ich fange mit dem einen an. Und dann spiele ich das andere. Und dann spiele ich das andere. Und dann spiele ich das andere. Ja, bist du voll verrückt! Und dann gehe ich ins Bett. Dafür wie viel Zeit lässt du dir pro Spiel? Wie viel Zeit? Dafür verbringe ich viel zu viel Zeit auf Arbeit. Wenn ich fertig bin. Also ich habe ja jetzt mit Dark Souls habe ich 100 Stunden gebraucht. Und jetzt mache ich gerade New Game Plus. Nein, völlig verrückt. Ich meine so, dass so ein, so jedes Spiel am Abend. Kommt immer drauf Zeit an, wie weit ich komme und. Weil ich bin ja auch eher so. Wie du Lust hast. Oh ja, cooles Spiel. Mhm. Ja, Headshot. Forza! Ey, Forza müssen wir mal wieder spielen, Mann. Ey, ich hab so ziemlich jedes Carpack runtergeladen und ich bin nur noch am Cruisen und ehrliches Spiel. Du hast auch, das muss ich ja mal neidlos anerkennen, du hast ja auch, glaube ich, so ziemlich das coolste Gefährt. Nachgebaut, was man in Forza nachbauen kann. Du hast ja den A-Team-Van nachgebaut. Geile Sau. Und der ist schnell. Ich hätte ja echt gehofft, dass man den irgendwie so kaufen kann, so als Special-Gimmick, aber du hast den selber gebaut, ne? Ne, du brauchst ein spezielles Auto. Und dann kannst du ja dadurch, dass andere Leute Lackierungen anbieten. Den Wagen nackig habe ich gekauft, aber das habe ich noch nicht gekauft. Ja, muss mal gucken. Wir sind da eingeschlafen.
Alter. Langweilig. Sollen wir lieber wieder über Mass Effect reden? Oder Final Fantasy? Ja. Oh ja, Final Fantasy Musik. Final Fantasy Musik, Mass Effect. Moment, alle mal kurz Luft anhalten. Ich spiele jetzt was von Final Fantasy ein. Es wurde auch ganz schön knapp jetzt. So, jetzt brauche ich auch Frühstück. Was halten wir davon, damit meine ich euch und nicht die, die zuhören, wenn wir den 100. Podcast beschließen und jetzt alle unserer Nahrungsaufnahme widmen? Denn mein Magen, ich gehe jetzt mal ganz von mir aus und bin voll egoistisch, hängt total durch. Ich dachte, wir machen jetzt noch Top 5 Streitdiskussionen im Podcast. Wir rollen noch alles auf. Das heben wir uns für den 300. auf. Ja. Podcast gegen drei Tage. Drei Tage Livestream. Wer bricht als letzter zusammen? Nein, das Ende von Mass Effect 3 ist gar nicht so doof. Ey, wir reden über Skyward Sword war scheiße. Das Ende ist doof. Challenge accepted. Ach, an dem Tag kann ich nicht. Schade, bin ich nicht dabei. Ja. Da bin ich sauer. Ja, das ist viel besser als Mario. Nein, ist es nicht. Die Wii U ist die bessere Konsole. Komisch. André steht doch auf Frauen. Nein, steht er nicht. Ja, und die neuen Star Trek-Filme sind besser als Alter! Okay, Schluss. Batman ist viel cooler als Superman. Tschüss! J.J. Abrams ist ein sehr talentierter Regisseur. Oh Gott! Ich weiß, wovon ich die Nacht träume. So, ich mache jetzt mal was völlig anderes. Jeder von euch darf jetzt noch eine oder zwei Personengruppen grüßen. Wir fangen an bei Manuela. Jetzt bin ich aber überrascht. Das habe ich nicht erwartet. Ich grüße alle. Hervorragend. Könnte das die eine Gruppe? Sehr gut. Und ich grüße niemanden. Das ist die andere Gruppe. Aha. Sehr gutes. Alle und niemanden. Okay. Ich glaube, das ist keine Tradition, die wir beibehalten. ich bin auf die wenigsten Antworten gespannt. Sam! Ich keine Ahnung, ich grüße eigentlich auch keinen. Ich glaube nicht, dass jemand, der mich kennt, das auch hört. Also. Der mich persönlich kennt, das auch hört. Also. Jetzt bin ich persönlich ein bisschen traurig. Ja. Grüße. Ja, okay, danke. So. So, ich wüsste jetzt jemanden. Du bist aber jetzt nicht dran, erst die Ladies. Ja. Ich grüße alle, die neuen Star Trek-Filme mögen. Und alle, die Skyward Sword auch zum Kotzen fanden. So. Störung in der Leitung, Entschuldigung. Ja, wer möchte denn noch grüßen? Bastian, du hattest noch jemanden im Kopf. Ja, ich schicke fette Props an Coolio raus, von dem ich glaube, dass das Autogramm war. Aus der Dönerbude. Ich mach mir gleich eine E-Buchse. Ja. Ach, das war's schon. Und dann natürlich an meinen Lieblingsschauspieler Chris Pine. Ich spüre heute sehr viele Diss gegen mich hier. Und auch gegen den André, das finde ich nicht okay. Gegen mich. Ja. Das gegen André ist okay, aber... Verdammt. André, möchtest du denn noch jemanden grüßen? Ich grüße eigentlich alle. Und Beate Use. Nein, das stimmt nicht. Kann gar nicht sein, das bin ja ich schon.
Verdammt. Ich kann das nicht teilen mit irgendwem. Ja, genau, du darfst nicht das gleiche sagen wie mit dem Mess. Hahaha. Da darfst du noch ein bisschen drüber nachdenken, während der Johannes jemanden grüßt. Ich grüße alle Dark Souls-Fans, ihr seid die besseren Menschen. Ich grüße alle, die vor Final Fantasy VII schon Final Fantasy-Fan waren. Ihr seid auch die besseren Menschen. Bessere Menschen als der Rest. Nein, denn ihr seid keine Dark Souls-Fans, dann seid ihr nicht die besseren Menschen. Kowski! Ich grüße die Caro, weil die Caro cool ist, trotz allem. Ja, wen grüße ich noch? Ich grüße die New York Knicks. Die natürlich auch zuhören regelmäßig. Dass sie mal ein wenig mehr Rebounds holen sollen, sonst wird das gegen. Und die sollen mal dem Kowski mehr Mails schreiben. Ja, genau, ich grüße meinen E-Mail-Verteiler. Das ist lange her. Ich werde mich mal öfters blicken lassen. Und wen grüße ich noch? Ich grüße dich, Daniel. Boah. Why? Ja, weil grüß du immer noch E-Mails schreibst. Und unsere Userschaft. Genau, und unsere User grüße ich auch, weil die sind auch cool. Das darf André nochmal? Dann. Ich, Jetzt komm, jetzt hast du ja nichts überlegt, das ist mir jetzt ein bisschen... Grüße, Beate. Ich grüße, Bruse. Richtig, und alle Fans davon. Das werden eine Menge sein, oder? Ihr seid tolle Menschen. Ihr seid tolle Menschen. Ich traue mich jetzt nicht, Beate, zu googeln, weil ich genau weiß, was dann meine Werbefenster demnächst anzeigen. Ja. Ja, einmal gepoppt, niemals gestopft. Ne? Das waren die Prängels, oder? Wie hießen die? Pringels. Die Pringels. Aber bei dir waren es dann auch die Prangles. Ja. Natürlich. Ich grüße tatsächlich alle unsere User. Ich zeige nur MMOs in der Werbung an. Woran könnte das sein? Ich grüße alle unsere User. Hoffe, dass ihr nicht erst jetzt beim 100. eingeschaltet habt. Dann hat das Ganze nämlich für euch echt wenig Sinn gemacht und ihr werdet euch fragen, was zum Geier hat das eigentlich mit Gaming zu tun? Wir reden sonst sehr eloquent, sehr durchorganisiert und unglaublich strukturiert, nämlich über Gaming-Themen. Alter, war gerade eine Staubwolke. Ein Tumbleweed, der durch meine Lunge gerollt ist. Wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, dann zum epischen 101. Einneuer Game Podcast in einer wahrscheinlich nicht ganz so dicht gedrängelten Konstellation, wie das heute der Fall war. Ich bedanke mich für den Fall, dass ihr tatsächlich alle 100 Podcasts gehört habt, dafür, dass ihr das getan habt. Ihr seid verrückt. Wir lieben euch dafür. Und ich bedanke mich auch bei meinem hervorragenden Team, denn ohne mein Team gäbe es gar keine 100 Podcasts. Dann gäbe es nämlich, glaube ich, nur gar keinen, weil ich keinen einzigen alleine gemacht habe. Dafür vielen Dank, dass ihr ständig eure Zeit opfert und auf eure Aufnahme-Buttons drückt, eure Skype-Schalten aktiviert, eure Kopfhörer zum Glühen bringt und... Ja, apropos Aufnahme-Button. Was möchtest du mir sagen? Nein! Nee, nee. Oh, Gott. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer gehabt uns wohl, schaltet nächste Woche wieder ein zum 101. iNeo Game Podcast. Vielen Dank an mein Team. Tschüss. Tschüss.